war schon wichtig. Also man sieht es auch auf den ersten Ausstellungen, die da in Anfang der 50er Jahre waren. Da steht da ein großer Hannemann-LKW und ein Schlepper nebendran. Und irgendwo vielleicht da hinten mal noch ein paar NSU-Motorräder. Ja. Und sonst hätten wir ja da ein Vakuum von 5 Jahren gehabt. Ja, man nichts hätte machen können, und da war das sicherlich sehr wertvoll, so eine Marke auch haben zu können, haben zu dürfen. Und also, das Ganze wurde dann irgendwann natürlich durch die steigenden Volkswagenzahlen und wohl auch aktiv von Volkswagen rausgedrängt, das Hannemann-Thema. Das ist beinahe ein Witz. Eines Tages kam der Bezirksleiter, der von Volkswagenwerk zu uns kommt, und hat uns erklärt, in einer Volkswagenwerkstatt steht kein Diesel. Und dann waren wir der größte Dieselhersteller der Welt. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn. Danke, dass ihr heute wieder am Start seid. Und heute habe ich eine Folge für euch aufgenommen, die bisher ein ganz neues Thema in meiner Reihe behandelt, nämlich den Autohandel selbst. Und da habe ich durch Zufall Hans Tirolf kennengelernt, der das gleichnamige Autohaus in Michelstadt im Odenwald nun schon in dritter Generation betreibt und dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert. Und bisher hat die Firma Tirolf jedem Verkaufsangebot widerstanden, und vor allem haben sie in noch so schwierigen wirtschaftlichen Phasen auch jeden im Anflug befindlichen Pleitegeier vom Hof jagen können. Und so ist diese Folge auch ein Zeitraffer durch die deutsche Wirtschaftsgeschichte, die in diesem Fall im Jahre 1924 ihren Anfang nahm und von Motorrädern, Nutzfahrzeugen, die Zwangsreparatur von Kriegsgerät, einer eigenen Tankstelle, VW, Audi, Porsche, Wirtschaftskrisen bis hin zum Internetvertrieb jede Chance genutzt und jede Hürde gemeistert hat. Ich rede in dieser Folge mit zwei Generationen Tirolf, Hans Tirolf, der das Geschäft heute führt, und mit seinem Vater Erhard Tirolf. Viel Spaß mit der Geschichte von Treffpunkt Tirolf. Ich werde regelmäßig angerufen von Händlerkollegen. Ah, oh, komm mal wieder vorbei. Wollen Sie mal austauschen? Und dann geht es natürlich um die Frage, wann können wir den Betrieb endlich übernehmen? Ja, klar. Ich so, gar nicht. Warum sollte ich? Wir können das doch alleine ganz gut. Und zum Schluss kommt dann meist, hast du irgendwas genommen? Warum läuft das bei euch alles? Ich habe es immer eben schon mal gesagt. Also ich als jetzt nach den vielen Jahren muss immer wieder sagen, wir machen es gern. Und wenn ich mit vielen Kollegen, egal jetzt mal aus welcher Branche, rede, dann machen viele den Fehler und schimpfen von morgens bis abends auf das Scheißgeschäft. Ja. Und dann wundert es sich, dass der Junge sagt, Papa, ich nicht. Ja. Ja, wir haben auch eine Größe, wo man als Geschäftsführer, als Inhaber ein Stück weit von dieser harten Realität. Und es gibt hier schon Bereiche, die haben ziemlich viel Mist an der Backe. Hm. Ja, wo das nicht klappt, wo es da nicht klappt, wo die Fahrzeuge nicht kommen, wo die Kunden sich beschweren, wo der Hersteller, ja. Und wenn man das dann in einer gewissen Größe verteilen kann, dass es Abteilungsleiter gibt, dass das nicht so, dass mich das nicht interessiert, nicht so, dass ich dann auch nicht weiterhelfen kann. Aber das belastet mich dann nur die nächsten 3 Stunden in der Besprechung. Und dann werden Entscheidungen getroffen, und der arme Abteilungsleiter muss sich leider weiter darum kümmern. Mhm. Und früher war das ja so, dass das alles. Es hat einer alles an dem Opa sein Problem war. Oder seins. Und dann ist das natürlich extrem hart. Mhm. Fangen wir mal ganz früh an. Ja. Ihr Vater Hans, der hat 1912 eine Lehre gemacht mit 14 Jahren. Ja. Das war vielleicht so der Grundstein, oder? Dass er was Technisches gemacht hat. Ja, ich gebe viel auf die Erbmasse. Diese Tirolfs haben schon immer Mut gehabt, was Neues oder mehr zu machen. Mhm. Und der erste Vorfahre, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, wie wir hierher gekommen sind. 30-jähriger Krieg, gab es im Odenwald nur noch 1/10 so viele Menschen wie vorher. Mhm. Und unser Herr war der Graf von Erbach. Der Graf von Fürstenau, also hier die Grafen. Und deren Herr war der Großherzog von Darmstadt. Wenn die Konversion gewechselt haben, Darmstädter, waren wir plötzlich alle katholisch. Unser Großherzogtum Darmstadt, wo wir dazugehört haben, hat, glaube ich, 2 oder 3 Mal die Konfession gewechselt. Ich weiß nicht, ob da gebaut worden ist, dass wenn du zu uns... Jetzt holst du aber weit aus. Ich komm, warum? Und als sie hier in Höchst war kein Schmied mehr. Und das Wichtigste für die damalige Zeit, für die Fuhrbetriebe, für die Bauern, für die Türen und Toren und alles, war ein Schmied.
der auch gleichzeitig noch so ein bisschen Tierarzt war, weil er sich mit Pferden ausgekannt hat und so. Jedenfalls gab es in Höchst keinen Schmied mehr, hat der Schmied in Hofstetten, das ist bei Messelbrunn, mehrere Söhne gehabt. Dann hat es der Graf verstanden, denn die zu überreden, in Odenwald zu gehen. Mhm. Seid ihr die Einzigen, geht rüber, und es ist tatsächlich gewesen. Und so sind die Tiroler in Odenwald gekommen. Ja, aber als Schmied haben sie auch schon für Mobilität gesorgt. Eigentlich ist das mit den 100 Jahren extrem untertrieben. Und das ging ja los eigentlich mit Motorrädern, ne? oder mit Schreibmaschinen ganz früh, oder nee, wenn man so will. Ne? Oder das ging los mit allem, was ich verkaufen ließ. Ja, genau. Das muss man wirklich sagen. Ja. Es gibt ja auch Bilder, wo man es noch dünn sieht. Kinderwagen, Motorrädern, Milchzentrifugen, Nähmaschinen. Unglaublich, meine Mutter war bei Anker in Bielefeld und hat einen Kurs gemacht, wie sie den Leuten im Laden Nähmaschinen beibringt, wie man. Und wir haben viele Nähmaschinen verkauft. Okay. Es gab sogar Gutscheine, oder ja, wenn für Kinderwagen gab es einen Gutschein auf dem Einwohnermeld, also auf der Bürgermeisterei. Für die Leute, die ihr neues Kind angemeldet haben, haben sie einen Gutschein mit 5 Mark gekriegt, wenn sie bei uns einen Kinderwagen kaufen. Solche Dinge wurden da gemacht. Jedenfalls, mein Vater hat also 1924 das Geschäft angefangen, kurz zuvor noch mit seinem Bruder zusammen, das leider nicht harmoniert hat auf Dauer, sodass er dann ein eigenes Fahrzeughaus Hans Tirolf gegründet hat. Mhm. Er hatte ja selbst Kaufmann gelernt bei Pirelli, darf ich jetzt sagen, bei der Veitwerke. Mhm. Das mal jahrzehntelang, so wie es auch heute noch, der größte Arbeitgeber im Odenwald war, aber auch im Krieg und vor dem Krieg schon. Mhm. Und das war eigentlich unsere Kundschaft. Weil egal, wo sie herkommen, außer wenn sie von Sandbach oder Höchst kommen, das direkt dabei ist, die kommen von einem Berg runter oder müssen, also die fahren hin zu oder her zu bergauf. Mhm. Die sind erst am Anfang zum Teil gelaufen und nachher mit Fahrrädern. Und auf einmal konnte sich, das ist wirklich interessant, auf einmal dieselben Leute, auf einmal konnte sich so gleich eine Suzuki kaufen. Dann sind sie immer noch nass von dieser Entwicklung. War dann, es ging den ganzen Krieg, ja gut, dann kam der Krieg. Und nach dem Krieg ging das mit dem Käfer weiter. Mhm. Interessant war noch, jetzt weil ich Krieg gesagt habe, als der Krieg losging, wurden alle privaten Autos eingezogen. Und wenn man dann so Bilder von der Front sieht, manchmal sieht man die ja. Und das, was wir repariert haben, da gibt es keine zwei gleichen Autos. Und als die Amis kamen, zu Höchst rein, die Panzer vorne weg, dann sind lauter gleiche Autos gekommen. Dann war mir klar, die konnten nur den Krieg gewinnen, weil die konnten das alles von dem Auto anders schauen. Ja. Und hier, also unsere Schlosser müssen verrückt geworden sein im Krieg. Da hat nichts gepasst. Sie haben nur noch eigentlich Kriegsgerät reparieren dürfen, ne? Ja, also mein Vater wurde 1941, wie alle Männer in dem Alter, wurde er dann eingezogen. Ja, ich bin zu schnell, nee, ich bin zu schnell. Jetzt, wir müssen erst mal heiraten. Wir müssen erst mal, heiraten ist gut. Wir waren noch im Ersten Weltkrieg. Wir waren noch im Ersten Weltkrieg, ganz genau. Mein Vater ist 98 geboren, wurde 1916, da wurde er 18 Jahre eingezogen. Mhm. Und war in Frankreich an der Front, er war auch in Verdun und muss Fürchterliches erlebt haben. Mhm. Er konnte es nie erzählen. Jedenfalls war seine Idee nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, ich mache mich selbstständig. Ist zu einem Frankfurter Autohändler. Und dort war die Zeiten, wie lange er bei dem und auch bei einem zweiten war. Und hat dort 2 Jahre durchgemacht. Und dann war es für ihn klar, ich mache mich selbstständig im Odenwald. Und erst hat er, ich denke mal, seinen Bruder überzeugt, dass das das Beste ist, was man machen kann. Und dann haben die 2024 angefangen. Da gibt es ja schon Bilder von den ersten Autoausstellungen in Höchst.
mit Opel und mit den Marken kam es nicht so genau darauf an, was man hatte. Jedenfalls war er ab 1924 nachher alleine. Und zwei Jahre später, 1926, war er eben in seiner kleinen Werkstatt. Da kam ein junges Mädchen rein, mit dem Fahrrad schiebend. Und sie hat gesagt, ich heiße sowieso und ich will nach Rimhorn. Und sie muss sehr gut angezogen sein, weil sie hat gesagt, der Vater hat immer gesagt, gnädiges Fräulein. Jedenfalls hat er sie heimgefahren, naja, ein Jahr später geheiratet. Nee, das war alles viel schneller. Noch schneller? Wenige Monate später geheiratet. Meine Mutter war der Hauptgewinn für meinen Vater. Das war die Unternehmerin schlechthin. Absolut. Auch. Universal einsetzbar. Früher haben wir hier kleinen Autogeschäfte, also ich kann das gar nicht sagen, weil das vor meiner Zeit war, keine eigenen Ersatzteile gehabt. Mhm. Und keine gleichen Autos, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wenn irgendwas kaputt war, mussten wir das meistens in Darmstadt holen. Mhm. Da der Vater in der Werkstatt und im Geschäft war, fuhr immer die Mutter. Friedel, hieß Friedel, ja. Und Friedel, du musst mal schnell nach Darmstadt zum Damus fahren, wir brauchen 4 Stoßdämpfer. Da ist die Mutter ins Auto und da sie einen kleinen Bub hat von 1-2 Jahren, war ich immer dabei. Ich war sicher das bekannteste Autoschlosserkind in ganz Südhessen. Jedenfalls, die Mutter hat auch nie gemurrt, was jetzt schon wieder oder sonst was. Die haben das alle mit Begeisterung gemacht. Und das hat sich durchgezogen bis heute. So wie ich es gern gemacht habe, so hat er es selbstverständlich übernommen und was sehr uns, ich mache einen großen Sprung jetzt, aber so wie Sie jetzt von KI reden, so hat er seinen ersten Computer im Haus gehabt. Stimmt nicht. Du hattest schon diese Großrechner, diese Dinge, die ersten hast du mitgemacht. Ach so, das Volkswagen. Das, was es ein Stück weit gab. Ja. Das Ganze mit dem richtig vernetzen und an jedem Arbeitsplatz. Und das muss dann diesen Überblick behalten über Computer. Das habe ich eingeführt. Mhm. Und sehr früh, also da war das noch lange nicht üblich. Ja. Oh Gott, ein Windows-Rechner, das war ja... Das war schon ein Drama damals, oder? Ja, das war ein Drama. Und es war aber es ist nicht so, dass ihr euch da komplett verweigert habt. Klar, die ersten Dinger waren noch mit Lochkarten, ja, wurden wir gefüttert. Nein, wir haben uns nicht komplett, überhaupt nicht, Hans. Ja, überhaupt nicht. Da habe ich den falschen Eindruck. Ja. Wir haben zwei allerdings wichtige Leute gehabt, die gesagt, solange ich hier in der Firma bin, gibt es sowas nicht. Ja, und das waren meine größten Probleme, als ich angefangen habe, die zwei. Ja. Gell? Das eine war unser Buchhalter und das ist schon schlimm, wann gerade der sich sperrt. Ja. Der hat sich lieber noch von der Firma Wiest eine gebrauchte Buchungsmaschine geholt, die war so breit, hat er die schöne Art. So, und eines Tages kam der Befehl von Wolfsburg. Am so und so viel kriegt jeder einen kleinen PC. So. Der wurde geschickt und hat im Monat so viel gekostet. Und es wurde die Leute eingearbeitet und von da ab, man kann wirklich sagen, ging es bergauf. Ja. Was wir früher... Wir mussten die Rechnungen von Hand schreiben. Ja. Wir mussten den Auftrag von Hand schreiben. Dann hat sich jemand vertippt, eine Reparaturrechnung über 17 Seiten. Ja. Da habe ich einen Serviceleiter auch noch gebraucht, um diese Rechnungen zu kontrollieren. Ob die das richtig getippt hat, die Mitarbeiterin, die getippt hat, ja. Da gab es ja dann jemanden, der hat mit dem Kunden gesprochen oder der Nächste hat dann tippen müssen, ja. Es gab früher Mikrofilm-Lesegeräte. Da waren die sämtlichen Ersatzteilpositionen oder Reparaturpositionen auf so einem Film. Der hatte so 20 mal 20 cm Größe und das wurde in einen Projektor reingelegt und dann konnte man auf der Mattscheibe sehen, also sämtliche Reparaturpositionen zu einem Auto sehen. Mhm. Jetzt nehmen wir den großen Unfall mit 150 Teilen und 150 Reparaturpositionen. Vielleicht sind es auch nur 50 Reparaturpositionen, die ja abgerechnet werden müssen. Mhm. Richtig abgerechnet werden müssen mit der Versicherung, mit dem Kunden. Das heißt, der Mechaniker hat einen Auftrag bekommen, Unfallschaden reparieren. Vielleicht noch eine Liste dazu, was da alles ersetzt werden soll. Und hat dann von Hand da drauf geschrieben, ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht, ich habe den Kotflügel getauscht, ich habe den Kotflügel lackiert. Daraus muss jetzt eine Rechnung erstellt werden. Dann hat man das früher abgetippt. Hoffentlich richtig, sonst hat man es nochmal schreiben müssen. Mhm. Heute ist es so, ich habe die Arbeitsposition, die hat 8 Stellen. Die tippe ich ein, dann kommt von alleine der Text, kommt von alleine der Preis. Der Rechnungssatz, der Preis. Wird alles, bumm, weiß der Computer logischerweise. Mhm.
Und mein Serviceleiter hatte jahrelang nichts Besseres zu tun, wie aus dem Mikrofilm die Arbeitsposition, den Text dazu, den Verrechnungssatz, all den Krams von Hand auf die Aufträge zu schreiben, um es dann dem Mädel zu geben, was es in den Computer tippt. Da gab es nicht von VW. Und ich war nicht in der Lage, ihm beizubringen. Also er hatte den Computer auch da stehen. Ach so, okay. Also eine echte Führungsschwäche, ja? Ja. Ich war nicht in der Lage, dem beizubringen, dass wenn er den achtstelligen Code eintippt, dass der Rest von alleine erscheint. Das war eine ganz schwierige Zeit. Das hatte ich vorhin, diese 80er, 90er. Hm. Ja. Und das waren 10 Jahre. Die waren. Die Digitalisierung hat uns sehr viel gebracht. Ja. Wir haben heute, kann man sagen, ein Ersatzteillager, das kaum größer ist wie vor 20 Jahren. Hm. Viel kleiner. Ja. Kann man sich nicht denken, obwohl wir in der Werkstatt über alles vielfach machen. Hm. Wir haben nur Teile am Lager, die so und so viel mal gebraucht werden. Es gibt das Volkswagenwerk vor. Die CNA der Tirolf hat im letzten Monat 3 Vergaserdichtungen gebraucht. Dem schicken wir mal 6 nach. Das ist so nach dem Prinzip. Und wenn wir es dann nicht gebraucht haben, haben sie wieder zurückgenommen. Hm. Das ist ja der Witz, so wurde der die Kosten klein gehalten. Das sind Dinge, die nur mit Digitalisierung gehen. Ja, und auch die Komplexität. Wir haben ja heute viel mehr Modelle. Ja. So von wegen Gleichteile. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Das wird irgendwo am Computer, wird das Teil gezeichnet, dann wird das für das Auto produziert und das gibt es dann. Wirklich. Ja, und dass sie 2-mal am Tag Ware bekommen. Ein Stück weit automatisiert. Das ist unglaublich. Am Anfang war es nur einmal, heute kriegen wir 2-mal. Ja. Und nein, aber das Beispiel, man hat früher auch viel länger gleiche Teile gebaut. Ja. Ich konnte für meinen 51er Käfer, als ich ihn 1985 gekauft habe, von Volkswagen noch Teile bekommen. Nicht alle, aber so die ganzen Normteile, die Standardteile, gab es dort einfach. Weil die, ich sag jetzt mal, fast bis in die 80er verwendet wurden. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Thema mit den neuen Autos. Die werden aber auch nur für die nächsten 7 Jahre für dieses Modell gebraucht, die Teile. Und dann brauche ich halt irgendjemanden, der Volkswagen oder wem auch immer den Rest abkauft. Und die dann für die nächsten 40, 50 Jahre noch bereithält. Ja, das geht ja auch nicht immer. Ne? Also sagt die Alter ja auch die Teile. Ne? Das ja, ist wir ja haben das Problem. Erst bei VW das Glück, dass die ja und bei Audi, dass die da eine eigene Klassikabteilung haben, wo man dann durchaus noch Teile bekommt oder auch der freie Markt. Ja, es ist heute viel einfacher. Es rentiert sich. In den 80er, 90er, als ich meinen Porsche 914-6 restauriert habe, da habe ich Teile echt nicht bekommen. Mhm. Ich hatte auch kein Google, wo ich die Teile noch gucken konnte. Hat irgendjemand das Teil? Ja, heute bestelle ich mir schlimmstenfalls irgendwo in den USA das Teil und habe es 14 Tage später hier. Ja. Ja? Und ich behaupte, es ist einfacher geworden. Mhm. Weil dann habe ich die 5 Teilehändler in Deutschland abgefahren. Nee, haben wir nicht. Mhm. Ja, es gibt Autos. Da wird es schwierig. Da wird es schwierig, aber gut. Okay, ich muss noch mal zurück. Wir waren noch nicht bei den Motorrädern, wo sie angefangen haben, motorisierte Fahrzeuge zu verkaufen. Ich habe gerade vorher also gesagt, dass wenn Ersatzteile gebraucht wurden, musste sie die Mutter in Darmstadt holen. Hm. Und ich war immer dabei. Aber ein Riesenvorsprung für mich, weil mich jeder Lieferant kannte. Manche Tage 2-mal nach Darmstadt gefahren. Teile geholt. Und das war auch die Zeit, wo wir Motorräder verkauft haben, wo wir alles verkauft haben. Und auch da wurden wir Kinder, wir wurden nicht, sondern wir waren einfach dabei. Und als wir mal wussten, wie es geht, haben wir auch verkauft. Mhm. Ich habe mit 6 Jahren den Leuten Kapit verkauft. Als wir Kinder waren, gab es noch eine ganze Menge Leute, die eine Kapitlampe am Fahrrad hatten. Ja. Ne? Und wir waren einfach dabei, immer. Wie war es mit der Tankstelle? An die Tankstelle habe ich jetzt wenigstens gedacht, obwohl ich da einen ganzen Teil meiner Jugend zugebracht habe. Tankstelle ist doch dein Leben. Tankstelle ist mein Leben. Ich war groß genug, war sagen wir mal 7 Jahre alt und konnte die Tankstelle bedienen. Und die Tankstelle wurde so bedient. Da muss man anpumpen. Die hatten ein Schauglas oben gehabt oder später 2. Das war ein Riesenfortschritt, 2. Einer, das wird gefüllt, dann hat man einen Hahn aufgemacht, da sind 5 Liter reingelaufen. Also wenn einer 30 Liter, dann habe ich es 6-mal pumpen müssen, ist das ins Auto reingelaufen. Und die Tankstelle war vorher so, wo haben wir noch Platz am Haus, außen hingestelltes Vehikel. Und dann haben sie 1938 eine neue Tankstelle gebaut, mit einer Tankinsel, mit 3 Säulen, 3 Sorten. Da konnten die Kunden noch wählen zwischen, was haben wir, Aral, Standard
Und SO-Raus, aber da hinten draufstehen kann, die Leute haben tatsächlich. Es gab verschiedene Herstellungsverfahren für die Kraftstoffe. Aha. Also einmal wurde es aus Kohle irgendwie, so wie man es heute wieder versucht, ja. Einmal aus Erdöl, das waren die amerikanischen SO. Also wie gesagt, es gab verschiedene Kraftstoffproduktionsverfahren und damit auch verschiedene Hersteller. Ja. SO oder damals Standard Oil war ein amerikanisches Unternehmen, was aus Erdöl Kraftstoff raffiniert hat. Ja, und dann kam das Dritte Reich. Und so ein amerikanisches Produkt war ja ein No-Go. Ein amerikanischer Name ging schon gar nicht. Und dann hat man umfirmiert den SO. Standard Oil. SO. Das sind einfach nur die. Ach so ist das. Die Buchstaben. Okay, ja, das sind das einfach nur die Buchstaben. Ah, okay. Wusste ich auch nicht, bis es unser Buchschreiber hier recherchiert hat. Okay. Und früher war es auch so. Ja gut, es gab verschiedene Autos, verschiedene Vergaser, die mussten dann auch teilweise darauf optimiert werden. Oder es steht auch in den Bedienungsanleitungen, dass man am besten eine Mischung aus so viel Prozent von dem einen und so viel Prozent von dem anderen das ideale zündfähige Gemisch ergibt. Ja, das ist total verrückt. Ja. Das Hauptproblem war damals die Klopffestigkeit. Mhm. Wenn der Kraftstoff zu schwach war, dann hat er da vorne angefangen zu klingeln. Dann musste das Gas ganz langsam fahren, das ging. Und dann kam Aral. Vom Kohleabbau hatten die Benzol. Sie haben aus Kohle Benzol gemacht. Mhm. Und Benzol hat das normale Benzin, hat eine Klopffestigkeit gehabt von 88, 90 von ihrer. Und dann haben die mit Benzol, hat es 93 bis 97 Klopffestigkeit. Dann haben plötzlich sind die Autos gelaufen. Mhm. Dann konnte man auch die Zündung etwa, die Entwicklung der Motoren ist damit umgegangen. Es gab Autos mit Super, es gab Autos mit normalem Benzin. Mhm. Gell? Und da musste man auch an der Tankstelle noch fragen. Also, warum musste man an der Tankstelle damals pumpen? Es gab keine riesigen Tanks im Boden, wo ein Lastkraftwagen 30.000 Liter Diesel bei mir hier rein lässt, wie das heute ist. Ja. Sondern im Prinzip habt ihr die Fässer angeliefert bekommen, 200 Liter Fässer. Ja. Die standen dann irgendwo, wurden angeschlossen. Dann wurde rausgepumpt. Musste man ja per Schwerkraft, also gab keine elektrische Pumpe daran. Das war ja auch damals vielleicht noch nicht so explosionsgeschützt wie heute möglich. Dann musste man den Sprit irgendwie ins Auto bekommen. Jetzt hätte man das ja einfach umpumpen können. Aber der Kunde musste ja auch sehen, habe ich jetzt meine 10 Liter Sprit bekommen. Das heißt, man hat das erst nach oben gepumpt in ein Schauglas. Schaugläser, ja, das war schon. Und hat es dann über die Schwerkraft ins Auto laufen lassen. Ja. Ja, dann war das ganz klar. Dass der Kunde mitzählen konnte. Der Erhard hat mir jetzt da 10 Liter hochgepumpt und ich habe sie reinlaufen lassen. Dann konnte man auch die 10 Liter bezahlen. Man kennt das noch ein bisschen aus meiner Jugend mit dem blasenfrei Zapfen, wo da so ein kleines Schauglas war. Ne? Ja, jedenfalls war das auf einmal, sag mal, mein Job. Wenn ich zu Hause war, 7, 8 Jahre alt, da konnte ich das Ding gut bedienen, konnte auch zählen und Geld kassieren an einem Samstags oder abends oder sonntags auch. Da war der Scheller an der Tankstelle. Habe die Leute geschellt, da bin ich runter, da hat der Vater gesagt, geh nur in den Tank. Da bin ich runtergegangen und habe den Leuten 10 Liter gegeben und ich habe das Geld gekriegt, Quittung geschrieben. Eine Frage, die sich uns jetzt stellt, ist, gab es damals auch schon heiße Hexe? Und wie oft am Tag haben Sie die Benzinpreise gewechselt? Wie sind die Benzinpreise damals entstanden? Angeliefert worden und Marge drauf, oder? Also das weiß ich jetzt wirklich nicht. Das war eine Empfehlung von, ich sag mal, ich kann mich entsinnen an viele Zeiten, wo wir 40 Pfennig pro Liter. Also ich sehe auf den alten Bildern, ich glaube, da gab es noch gar keine Pfennige, die Schilder an den Tankstellen mit den Preisen, die relativ fest montiert sind. Ja, eben. Man muss ich glaube, das war über Monate. Ne? Nein, das war hier direkt an dieser hier außenstehenden Zapfsäule. Also. Ja, ja. Es gab und so kamen wir auf die verschiedenen Kraftstoffsorten bei der Recherche jetzt zu unserem Buch, wo mich der Herr Schmidt gefragt hat, warum sind da verschiedene Preise dran? Ist doch nur eine Säule. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Und dann hat er gesagt, ihr habt das und das wirklich nachgelesen. Ja. Man hat halt aus dem Fass das eine in das Schauglas gepumpt, aus dem anderen Fass das andere. Und hat dann, oder auch, man konnte ja auch mischen. Ja. Ich mache 3 Liter von diesem, 7 Liter von dem anderen. Dann haben die Kraftstofffirmen mit Farben getrickst. Unser BV Aral war immer blau. Immer. Gell? Und das Shell war gelb. Dass die Leute ja das Beste, was es in Deutschland gibt, hieß es, ist BV Aral. Und jedenfalls habe ich das jahrelang, wenn ich da war, bedient. Mhm.
Und auch das ist wieder immer wieder die Bekanntheit. Was gibt es für Mittel, um bekannt zu werden, um Leute in den Hof zu kriegen, die sagen, ich gehe zum Erhard oder zum Tirolf oder wie. Und da war die Tankstelle ideal. Ja, klar. Gell? Dann kamen noch so kleine Dinge dazu. Die Zweitakter konnten ja nicht betankt werden. Die musste man erst in eine Mischungskanne reinschütten. Und dann 0,2 Liter Öl. Und dann wurde das gemischt. Und dann hat er die 10 Liter aus der Kanne, hat er in sein Auto reingetan. Die ganzen DKWs und so weiter waren alles Zweitakter. Mhm. Gell? Und die Motorräder waren zum großen Teil auch Zweitakter, die billigen Dinge. Gell? Das war dieses Leben. Und es ist auf einmal immer besser gelaufen, sodass wir einen Tankwart hatten. Einen jungen Mann, der das gern gemacht hat, denn war eines Tages hat der Vater eingestellt. Gab es auch schon einen höchsten Tankwart dann? In Höchst, ah, ja. Schon. In Höchst gab es schon einen Tankwart. Und auch da muss ich sagen, da haben wir gut verkauft, weil der Tankwart ein lustiger war. Mhm. Warum hat sich das Unternehmen so schnell und so toll entwickelt? Das war zum einen, weil mein Opa vorher das wirklich gut vorbereitet hat. Er hat sich informiert, er hat noch eine Ausbildung gemacht, er hat in Frankfurt gearbeitet. Mhm. Und er hat dann wirklich gleich mit einem Gesellen, einem Meister, Azubi, was weiß ich was, noch relativ schnell auch einen Verkäufer eingestellt. Mhm. Und er hatte Zeit, sich um die Kundschaft zu kümmern, um die Weiterentwicklung des Unternehmens zu kümmern. Es gibt ja viele, auch durchaus alte, eingesessene Autohändler im Odenwald. Das sind nach wie vor 1-, 2-, 3-Mann-Betriebe. Mhm. Ja? Und wenn ich halt als Chef am liebsten schraube und Gott sei Dank den ganzen Tag zu schrauben habe, dann kann ich mein Unternehmen nicht weiterentwickeln. Mhm. Das hat er, glaube ich, sehr, sehr früh erkannt. Ja, und ja. Dann hat er noch eine Frau gefunden, die das richtig so war, mitlebt, ja, und mitlebt und die rausgeht. Und die hat, egal, der Vater, zu jedem, wissen Sie, wer wir sind? Der Vater hat mehr gewollt, wie nur darum schrauben und da ein bisschen Geld verdienen. Er hat gesagt, es ist ein großer Fehler, wenn die Kinder zu Hause bleiben. Du musst weg. Ich habe meine Lehre in Darmstadt gemacht. Und dann hat er gesagt, die Autoschlosser lernen nichts Gescheites mehr. Die wissen nicht, wie gebohrt, die wissen nicht, wie gefräst und gefeilt und diese ganzen handwerklichen Dinge lernen die nicht mehr. Du gehst bei mir eine Arbeitsstelle, also eine Lehrstelle in Darmstadt. 1949 habe ich bei der Modak, das war Motorenfabrik Darmstadt, das geheißen, die haben Schiffsmotoren hergestellt, war eine Tochter von der Demag. Und da war ich von 49 bis 52 Maschinenschlosserlehrer. Danach habe ich bei der Firma Wies zum Autoschlosser. Und 54 bis 56 war ich in Stuttgart und habe Kaufmann gelernt. Also hat der Vater schon genau gesagt, so, das brauchst du in deinem... Warst du bei der Firma Hahn, gell? Ich war bei der Firma Hahn. Das ist heute einer der größten Händler in Deutschland. Aber wir haben immer an das Geschäft weitergemacht. Und unsere Kollegen haben zum größten Teil gesagt, wenn nur der Bub schon groß wäre, dann könnte er so schön in der Werkstatt schaffen. Ja. Die haben gefreut, dass da ein Mitarbeiter kommt, wo sie nichts aufschreiben müssen. Ja. Als der Krieg losging, ich gehe wieder ein Stückchen zurück, 1939 wurde der Vater eingezogen, weil alle Männer im Alter von so und so eingezogen wurden. Und er als Kfz-Meister und so weiter wurde sofort zum Heimatkraftfahrpark, hat es geheißen. Ich weiß das noch ganz genau. Eingezogen. Und wir waren alle, wir Kinder, wir waren alle so zwischen 2 und 5 Jahre alt. Und es war das furchtbar traurig, weil der Vater sich mit uns auch viel abgegeben hat. Und da wurde er eingezogen. Und ich sehe heute noch den Tag, oder erlebe noch heute den Tag, er kam wieder zurück, nach einem Monat, 2 Monaten. Mit der Bedingung, du darfst ab heute nur noch Militärfahrzeuge reparieren. Mhm. Dann kamen am Bahnhof Waggons an, da standen 1, 2, 3 Autos drauf, zum Teil zusammengeschossen, zum Teil halt kaputt. Und gleichzeitig, also wir hatten immer mehr Arbeit, und keine Leute mehr, weil unsere jungen Autoschlosser wurden alle eingezogen. Das ist kein Problem. Wir hatten auf einmal einen Franzosen, nicht Gastarbeiter, wie sagt man?
Zwangsarbeit? Ja, dienstverpflichtet. Dienstverpflichtet einen Franzosen, noch einen Franzosen, noch einen Franzosen. Auf einmal hatten wir 11 Franzosen. Und diese Franzosen waren im Lager in Höchst. Aber es gab kein Lager. Sondern die waren auf einzelne Familien verteilt. Und es gab einen Deutschen, der war sogar Lagerleiter. Der hat die daheim besucht. Also die hatten echt Glück. Ja. Die haben es gut getroffen. Die hatten so Familienanschluss, wenn er erzählt. Erzählt ruhig mal von denen, das ist doch schön. Ja. Und es waren meine besten Freunde. Die haben sich mit China abgeben können. Die kamen alle aus großen Familien. Ich weiß heute noch jeden Namen von denen. Und was machen wir jetzt? Wo bringen wir was zu essen her? Die haben zum Mittagessen alle bei meiner Mutter essen müssen. Das mussten wir auch. Es war einfach in dem ganzen Ding drin, wir müssen verköstigt werden. Dann hatte meine Mutter mittags am Tisch bis zu 15 Leute sitzen. Ja, servus. Allerdings hatte sie Hilfe, es gab damals noch das Pflichtjahr. Junge Mädchen ab 14 mussten da ein Jahr in einer Familie mitarbeiten. Und da hatte die Mutter 2 Stück durch die vielen Franzosen. Dann sagte der Vater, wir brauchen Fleisch, die Kerle brauchen doch auch Fleisch. Sofort haben wir Hühner gekauft, Hasen gekauft, Hasenstall gebaut. Wir hatten bis zu 30 Hasen nachher. Und da hatten wir das Glück, einen Franzosen zu finden, der sogar richtig Autoschlosser war, aber der hat das gern gemacht. Er hat scheinbar aus der Landwirtschaft, der Marcel. Der hat mir gezeigt, wie man Has schlachtet, wie man Hühner schlachtet, wie man die Eier holt, wie man. Das wurde alles, das ist alles da organisiert und es war familiär. Und das Interessante ist, dass unsere Gefangenen keine Gefangenen waren. Ein bisschen weiter ist ja die Firma Feitwerke gewesen. Die hatten Russen und alles Mögliche, aber die haben erst Baracken gebaut und da mussten die drin bleiben. Ja, bei uns waren sie frei. Die haben Päckchen gekriegt von zu Hause. Alles kein Problem. Ja, das ist auch schön zu sehen. Da haben wirklich einige hierher geheiratet. Hier, und die sind dann hier wirklich Karriere hier geblieben, gemacht, ja. Später hier geblieben. Ja, die ersten, als die Kerle kamen, die waren ja alle erst 19, 20, ja, 22 Jahre alt. Ja, ja. Ne? Da kam zum Beispiel einer, der war mit einer der ersten und sein Bruder. Petit hießen die mit Nachnamen. Und der ist letztendlich Höchst. Letztes Jahr oder vor 2 Jahren mit 97 gestorben. Und Sie reden von Peter Petit. Ja, wir reden da. Ein Name, der auch schon häufiger mal gefallen ist. Das hat schon seinen Grund, warum so viel Motorsport auch in Odenwald kam. Er war zig Jahre, war er Rennleiter von Pirelli. Ja. Ja. Und ein alter Freund von mir, also und seine Frau und alles sind Schulkameraden. Also es war es muss ich wirklich gestehen, der Krieg mit dem ganzen Drum und Dran, was so war, war für mich ungeheuer interessant. Mhm. Weil ich hatte keine Angst, dass was passieren könnte. Und wir hatten nie ein feindliches Verhältnis zu den Mitarbeitern. Mhm. Ja. Und wir waren halt auch im Odenwald hier weit weg. Ja. Sicher, als Kind hast du diese Problematik oder die Dimension von dem Krieg oder was da alles passiert, ja gar nicht erfassen können. Aber es war echt mal Action. Ich habe den schön. Und noch was. Die haben Päckchen gekriegt von daheim. Da war Kuchen drin und Schokolade und ich habe alles. Und das gab es bei uns ja gar nicht wahrscheinlich. Ja, klar. Gell? Also, und dann, was war ich da? Ja gut, ich war 45, war ich 10 Jahre alt. Das war also die Zeit noch im Krieg. Mhm. Und dann kam die andere, das haben wir ja vorhin schon gesagt, wo ich dann angefangen habe zu lernen in Darmstadt und so weiter. Ich möchte nämlich jetzt weitermachen bei dem letzten Tag, den ich in Darmstadt gearbeitet habe. Mhm. Sehr wichtiger Tag. Wie alt waren Sie da? 17 Jahre alt. 17 Jahre alt. Darmstadt mit 15 angefangen und? Mit 14. 14. Ups, mit 14 am 3. Oktober 1949 habe ich angefangen zu lernen. Mhm. War ich 14 und habe im April 52 aufhören dürfen. Mhm. Bin auch 4 Wochen zu der Firma Wiest und am letzten Tag Abschied, war mit dem Motorrad natürlich unterwegs. Und da habe ich gesagt, fahr heim, es gibt Schlechtwetter. Und ich kam übers Höchster Rondell. Da hat man gesehen, dass sich da was Furchtbares zusammenbraut. Ganz blaue Wolken. Ich sehe es vor mir noch wie heute. Da bin ich schnell nach Hause gefahren und dann ging es los mit Donner und Hagel und Regen und immer mehr und immer mehr. Und wir hatten
unsere Tankstelle überdacht. Da konnte man links und rechts dran vorbeifahren. Das hatte sich als Regenschutz für die ganze Gemeinde entwickelt. Wenn es geregnet hat, haben sich die Leute mal bei uns unterm Tankstelledach einen Moment aufgehalten. Und ich kam heim am Motorrad, gerade so, das Motorrad in die Werkstatt gefahren und die Leute, die ersten standen schon unterm Dach. Dann ist das Wasser gekommen. Hat es unheimlich gehakelt und hat einfach alle Einlässe verstopft. Das war einer der Hauptgründe damals. Aber es hat unheimlich geregnet. Und das Wasser ist gestiegen. Die Tanksäulen haben auf einer Insel gestanden. Da hat man gedacht, ja, also so hoch wird es wohl nicht kommen. Ne? Die Insel, da standen auf einmal 20 Leute auf der kleinen Insel, Bauch an Bauch. Aber es wurde immer höher, dann sind sie dann durch das Wasser zu uns ins Büro. Das hat sich gesteigert, dass unser Haus mit Leuten voll war, von oben unserer Wohnung bis unten. Ja, unten war auch ein Meter Wasser oder wie viel drin? Ja. Das heißt, die waren dann alle oben in der Wohnung. Alle oben, ja. Unten war ein Meter Wasser. Das war so schlimm, dass alles, was in der Höhe wie die Motorräder, die waren kaputt. Die waren voller Schlamm. Da, als das weg war, der ganze Kram, war überall feinster Schlamm. Gell? Das war also damals ein sehr einschneidender und also es war richtig schlimm. Das, was jetzt, der Julius ist noch nicht da. Wo ist der Julius? Und Handy gab es ja keins. Julius war ein Geselle, ein Autoschlossergeselle in unserem Haus. Und der hatte den Sanella Adam heimgefahren. Wir sind alle per Du miteinander. Mhm. Der hat bei Sanella die Margarine ausgefahren. Okay. Da war das der Sanella Adam. Ja. Und da hat er den, der war von Andelsmann, hat er den heimgefahren und war nicht da. Auf einmal, während dem das Wasser da unten schon so einen Meter stand, auf einmal kam er die Seitenstraße runter, wo man an sich kommen muss. Und also kurz vor uns hat es ihn abgehoben. Ist das Auto unkontrolliert vorbeigeschwommen. Mümling, weil der Soch war ja zum Fluss. Ne? Ist der am Haus vorbeigekommen und hat gegenüber irgendwie Grund gekriegt. Dann ist der vor lauter Panik, mit Recht Panik, aus dem Ding rausgekrabbelt, aufs Dach. Und da hat er die nächste Stunde noch auf dem Dach gestanden. Also das war für die Höchste und für uns alle, ich würde sagen, das schwerste Ereignis zwischen 1940 und 60. Sämtliche Durchgänge waren verstopft auf den Feldern. Und es gibt beeindruckende Bilder von den Schlammmassen da. Ja, es gibt sehr beeindruckende Bilder. Und was auch interessant war, der Vater hat gesagt, geh mal mit in den Keller, ich zeig dir was. Da konnte man im Keller an der Wand sehen, unser Haus ist heute 400 Jahre alt, wo ich drin geboren bin. Im Keller ist das heutige Niveau. Und da hat der Vater Neve am Rand freigemacht. Da hat man gesehen, dass vorher schon zwei so Hochwasser waren. Das waren da schon so Ränder, ja. 100 Jahre vorher oder ja, was. Ja. Dass man früher einfach drauf weitergemacht hat. Deshalb waren die Keller so tief. Die wurden nie so tief gebaut, aber ja. Dann einfach wieder höher gebaut, ja. Was für uns wieder ein Glück war, dass die Amis schon da waren. Mhm. Die haben damals schon Erdgeräte gehabt, schweres um Gerät, uns dabei ja, zu helfen. Und fantastisch war, das sieht man auch auf unseren Bildern, wir waren höchst und die höher gelegen haben, zu denen haben wir gesagt, die Oberhöchste, weil sie höher waren. Bei denen war nichts passiert. Und die haben alle dazu geholfen und haben das Dorf wieder freigeschippt. Mhm. Wir konnten die Ersatzteile, Motorräder zum Teil wegschmeißen. Gut, das war das Ende der Motorräder eigentlich. Ne? Ja. Danach ging es dann Käfer, Autos. Ja, wie kam es dazu, also zum ersten Werksvertrag? Also wir hatten den also ersten... Also die ersten Verträge sind von vor dem Krieg. 41. Ja, oder 41 Jahre. Der Servicevertrag ist von 1941 der erste. Ja, VW. Der erste VW-Servicevertrag ist von 1941 mit dem Autohaus Wiest, wo wir quasi unter Werkstatt, also im Handel gab es das ja schon immer, aber damals hatte noch der Großhändler die Verträge mit den kleinen Werkstätten gemacht, der Hersteller selbst. Also Subunternehmertum. Es gab diese Logistik auch im Werk gar nicht, die hätten es ja gar nicht gekonnt. Ja, das waren alles noch viel kleinere Abteilungen. Ja. Das heißt, auf dem Land, da gab es irgendwo in der Stadt, hier jetzt das Autohaus Wiest, und auf dem Land muss man dann gucken, dass es da irgendwo ein Netz gibt an Reparaturwerkstätten. Ja, man wollte ja den Käfer groß ausbringen ans Volkswagen, dann braucht man natürlich auch die Werkstätten. Das heißt, dann 1941
den ersten Servicevertrag unterschrieben, den habe ich auch noch. Der ist auch ganz nass und verquollen von dem Hochwasser. Und die eine Ecke ist angebrannt, weil der dann auch noch in dem Tresor war, als in den 70er Jahren eingebrochen wurde. Das ist echt Zeitdokumente. Ja. Ja. Man hat aber niemals Käfer an die zivile Bevölkerung geliefert. Aber die konnten noch Geld sparen dafür. Das heißt, der Vertrag, oder? Ja, die Akten gibt es auch noch, aber der Vertrag war komplett für die Katz. Ja. Es wurde nie Autos repariert. Und erst in den 50er Jahren, also nach dem Krieg, wurde der Vertrag dann erneuert. Und der wurde dann auch, glaube ich, direkt von Volkswagen gemacht. Und dann kamen auch Autos. Und dann hat man auch, also direkt mit dem Aufbau des Werkes, haben wir dann Autos bekommen. Es war ja so, dass das Volkswagenwerk in der britischen Zone war. Und die Engländer haben mal angefangen, Käfer zu bauen. Mhm. Die allerersten fürs Militär, das waren sogenannte CCG-Fahrzeuge. Control Commission of Germany, CCG. Mhm. Und wenn die ein paar Kilometer hatten, waren es Gebrauchtwagen und wir konnten kaufen von denen wieder gebrauchte Käfer. Mhm. Da haben wir bestimmt mal in einem Jahr haben wir bestimmt mal 10 Stück gehabt. Man kann sich nicht vorstellen. Wir brauchten die Autos. Und ein Kunde, der auf sein Auto wartet, ist ja ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Das Schlimme, wie wenn man auf eine Geburt wartet. Die hat aber ein Auto, ich brauche mal ein Auto. Dann sind als mein Vater, der Herr Wies, der Chef von Darmstadt, und der George Daum von Heppenheim, das waren die größten, also die Händler damals, die sind mit dem Zug zu dritt nach Wolfsburg gefahren und haben 3 Autos geholt. Und sind abgeholt, Werksabholung. Haben sie im Werk abgeholt und sind dann runtergetuckert mit unheimlicher Geschwindigkeit. Gott sei Dank hat der Käfer oder unsere Motoren hatten nie Einfahrvorschriften. Das gab es vorher bei den Wassergekühlten, aber bei dem Luftgekühlten. Ach so, okay. War es kein Problem. Der war auf jeden Fall eingefahren, bis er hier war. Ja, ja. Komm ich hier schon aus. Dann wurde der Tacho wieder angeklemmt. Nein. Die Leute wussten das ja. Die muss ja überführt werden. Dann nein, klar, er wusste die Autos so. Es gab gar keinen anderen Weg. Ja. Nee, es gab am Anfang keine Logistik. Die ersten Fahrzeuge haben wir so gekriegt. Ja. Die sind auch mal. Stellen Sie sich das mal vor, Sie müssen heute jedes Auto selber abholen in Ingolstadt. Wir haben lange Einzelstücke geholt. Aber dann haben wir bestimmt 10 Jahre bald die Autos alle in Darmstadt geholt. Mhm. Dann kamen die mit dem Zug nach Darmstadt. Dann hatten wir bis zu 3 rote Nummernsätze, sind nach Darmstadt mit 3 Mann, mit dem Zug. Meine Mutter, ich und noch jemand da. Und haben da die Autos geholt. Dann gab die roten Nummern, dann waren wir da gestanden. Was jetzt? 3 Autos, nur 2 Satz rote Nummer. Und da haben wir den in die Mitte genommen. Sind heimgefahren, das ist wirklich spannend. Und um nochmal was zu meiner Mutter sagen, bei dem Fahrzeug abholen. Die Mutter hat, ich weiß nicht, ob es der Vater ihr gesagt, du musst überall sagen, wer du bist. Und so, die Mutter ist in den höchsten Zug eingestiegen mit uns. Und kurz nach Höchst ist Hetschbach, da ist ein Tunnel und so weiter, bis wir beim Tunnel waren. Und da war die Mutter schon im Zug bekannt. Die hat gesagt, guten Tag, kennen Sie mich? Ich bin die Frau Tierolf. Und das ist der Erhard. Meine Mutter war da gnadenlos. Und schon, wenn sie mal ein Auto brauchen, ja, rufen sie mich an, wir machen was. Das hast du bis ins hohe Alter beigehalten. Aber also auch wir können uns daran erinnern, wir Enkel ihr, wenn wir sonntags mal irgendwo essen gegangen sind, sind wir in die Gaststätte und dann wurde erstmal vorgestellt. Wissen Sie, wer wir sind? Jede Bedienung, die gekommen ist, wo man das Gefühl hatte, die kennt uns nicht, da wurde Werbung gemacht. Also es ging ja damals auch nur so. Ja, klar. Ja. Und zum Mundpropaganda. Ja. Das ist auch einer der Punkte. Sie fragten als allererstes, wieso hat sich das 100 Jahre gehalten? Diese gegenseitige Infiziererei. Ich habe das aber nicht beigehalten. Stellen Sie mal vor. Mir war das damals schon peinlich, wenn die... Ja, ich würde gerade sagen, stellen Sie mal vor, die hätte damals schon Instagram gehabt, was die da als Influencer hätte machen können. Ne? Millionen an Followern hätte die gehabt. Wir würden gar keine Autos mehr verkaufen, einzeln angeschrieben, weil sie einfach so erfolgreich gewesen wäre. Als Influencerin, ja genau. Aber Sie hatten da schon auch ein VW-Logo draußen dran, oder? Und haben sich auch VW klar. Und die wir sind ja hier. Das Volkswagenwerk hat Händlerverträge. Wir hatten ja nur einen Werkstattvertrag damals. Ah, okay. Also das hat, und die Autos haben wir ja deshalb von Wiest gekriegt, weil der Händler war. Ja. Aber da gab es zwischen Heidelberg und Darmstadt gab es sonst keinen Händler. Es waren alles Werkstätten. Mhm. Gell? Fangen wir vielleicht noch bei Hannemack an. Das war ja eine ganz wichtige Marke für uns. Oh ja, Landmaschinen, stimmt. Das haben wir ja nicht nur Landmaschinen. Der Vater hat angefangen,
mit dem ersten richtigen Händlervertrag hatte er mit Hanomag. Mhm. Hanomag ist eine Maschinenfabrik in Hannover und hat sehr schöne Autos gebaut. Ich habe meinen ersten Führerschein auf Hanomag gemacht. Wer hat es noch? Ja, nicht mehr viele. Und er hat auch immer ein Ei, also unser, ja, vorher waren, sagt man auch heute noch, vorher waren Hanomag. Und damals hat man, ja, ich steht ja so gerne Auto bei dir kaufen, wenn ich Führerschein hätte. Und das war ganz unkompliziert zur Regel, hat der Vater gesagt, wir machen Führerschein miteinander. Das hat war auch gleich noch in einer Hand. Er hat seinen Fahrlehrerschein gemacht und dann sind die ein paar Wochen draußen rumgefahren. Dann kam einer von Darmstadt vom Amt, ja, hat die Prüfung abgenommen. So, dann haben sie erst den Führerschein verkauft, dann haben sie das Auto verkauft und zum Schluss noch den Sprit. Es gab damals keine Fahrschullehrer. Das ist mein Monopol. Es wurden ja auch fast keine Autos verkauft. Ja, was hätte der Fahrschullehrer im Odenwald machen sollen? Ja. Dann kommt der Hans Thierhoff auf die Idee, Autos zu verkaufen. Und in der Tat, es gibt Menschen, die Autos kaufen. Hm. Irgendein Arzt, der hat aber keinen Führerschein. Klar, gab ja vorher auch keine Autos. Ja. So, jetzt hat der Opa gesagt, dann muss ich noch Fahrunterricht machen. Hatte aber das Riesenproblem, dass er selbst noch nicht so lange den Führerschein hatte, noch nicht alt genug war, um Fahrlehrer zu werden. Es gab damals schon Regelwerk, wie heute auch. Es kann ja kein 18-jähriger Fahrlehrer werden. Ja, ja klar. Dann hat er wohl mit irgendeinem Prüfer oder was immer darüber gesprochen. Da sagt er, du kannst aber Einzelanträge stellen, wenn das ein wichtiger Grund ist, warum der das Auto braucht und es hier keinen Fahrschullehrer gibt. Dann kannst du beim Regierungspräsidium einen Antrag stellen, dass du für den Doktor so und so Fahrunterricht machst mit dem Auto. Und dann kriegst du das genehmigt vom Regierungspräsidium. Und dann war er so ein noch nicht ganz offizieller Fahrschullehrer. Hilfsfahrlehrer sozusagen. Also, und von den ersten 10, 20 Fahrschülern gibt es dort wirklich namentlich, mit welchem Auto die Führerscheine gemacht haben. Man sieht auch ganz klar, das ist der Doktor aus Rimhorn, es ist der Unternehmer und seine Töchter, der nebendran die Holzpaletten, wie heißt er? Weigel, Gebrüder Weigel, haben die Töchter Fahrschule bei ihm gemacht, gemeinsam mit meiner Großmutter. Und das ist so toll, weil da alle Namen dokumentiert sind. Wahnsinn, ja. Ne? Und wirklich mit dem Kennzeichen hat er von dem Herrn Weigel die Fahrschule gemacht, weil er ihm einen Benz-LKW verkauft hat. Hatte vorher schon seinem Freund einen Benz-LKW verkauft und hat dann diesen Benz-LKW als Fahrschulwagen genommen und angemeldet. Und das ist amtlich festgehalten. Ne? Ja. Und bestätigt, das macht es natürlich unheimlich spannend. Dann später hat er auch wirklich seinen Fahrlehrerschein gemacht und hat offiziell Unterricht gegeben, bis es ihm irgendwann so gefährlich wurde. Was, es gab Fahrschullehrer, die eben da aufs Spiel setzten. Was war denn der Witz davon? Es gab keine Doppelbedienung. Er war dem Schüler ausgesetzt. Ja, ja. Konnten nichts machen. Also keine Doppelbedienung, die hatten keine eigene Pedalerie. Ne? Also sie konnten gar nichts. Da konnten nur die Handbremse ziehen. Ja. Die Autos haben früher die meisten noch in der Mitte wie der Käfer auch eine Handbremse gehabt. Und eines Tages kam der Vater heim und sagt, Schuss, mach keine Fahrschule mehr. Da ist ein Fahrschüler in Bad König plötzlich links rumgefahren, über den Bürgersteig, wie man heute sagt, weg. Und der Vater konnte nichts machen. Und dann hat er gesagt, Schluss, ich muss nicht mehr fahren. Es hat aber auch an dieser Zeit ist es losgegangen mit Fahrlehrern. Es war eine Notwendigkeit. Hätte er keinen Fahrunterricht gegeben, hätte er weniger Autos verkauft. Naja, Hanomag waren wir, würden doch irgendwann auch wirklich Generalvertretung. Wir haben Generalvertretung gehabt von den Stückzahlen, die verkauft wurden und so weiter. Was ein großes Wort. Aber wenn wir nach Hanomag verkauft haben, haben wir in Hannover angerufen. Dann kam Hanomag. Rekord, wir hatten eine Autobahn, gab es einen. Und schön, die haben schöne Sechszylinder-Motoren gebaut. Aber die haben dann nur noch kriegswichtiges Material und sowas hergestellt. Nach dem Krieg eigentlich die Automobilproduktion aufgegeben. Ja. Da sie aber aus der Großmaschinenindustrie ja eigentlich kommen, das Schlepperthema war, glaube ich, ganz wichtig. Auch ganz wichtig. Die Hanomag haben Ackerschlepper weitergemacht. Mhm. Und haben mal 24 PS war der erste Hanomag Ackerschlepper, die wir auch gut verkauft haben. Aber wir haben ja damals 10-mal mehr Bauern gehabt als jetzt. Bauern mit relativ kleinen Grundstücken und auch ein paar große dabei. Und die Kleine wollte dann, gibt es nicht noch einen kleineren und so. Und da haben wir der kleinste Hanomag mit 12 PS verkauft. Aber das war jahrelang ein gutes Geschäft für uns.
Und es hat sogar dazu geführt, dass wir einen dieser Motoren verwenden konnten. Und Hanomag hat uns 4-5 Jahre lang einen 1,5 Tonner Pritschewacher geliefert. L28. L28. Und der ist sehr gern gefahren worden. Ich denke, das war gerade nach dem Krieg eine extrem wichtige Marke für uns. Ja. VW gab es keine Stückzahl. Die Leute hatten ganz andere Probleme hier, wie sich ein neues Auto zu kaufen. Mhm. Und dann in der Landwirtschaft was anbieten zu können, LKWs anbieten zu können, war schon wichtig. Also man sieht es auch auf den ersten Ausstellungen, die da Anfang der 50er Jahre waren. Da steht da ein großer Hanomag-LKW und ein Schlepper nebendran. Und irgendwo vielleicht da hinten mal noch ein paar NSU-Motorräder. Ja. Ja. Und sonst hätten wir ja da ein Vakuum von 5 Jahren gehabt. Mhm. Ja, wo man nichts hätte machen können. Und da war das sicherlich sehr wertvoll, so eine Marke auch haben zu können, haben zu dürfen. Und also, das Ganze wurde dann irgendwann natürlich durch die steigenden Volkswagen-Zahlen und wohl auch aktiv von Volkswagen rausgedrängt, das Hanomag-Thema. Das ist beinahe ein Witz. Eines Tages kam der Bezirksleiter, der von Volkswagenberg zu uns kommt, nannte sich vielleicht auch heute noch Bezirksleiter, und hat uns erklärt, in einer Volkswagenwerkstatt steht kein Diesel. Da gab es Professor Ernst Fiala noch nicht. Und dann waren wir der größte Dieselhersteller der Welt. Mit Skandal und allem Pipapo. Es gab ja dann immerhin auch die Alternative wirklich mit Stückzahlen bei Volkswagen. Ja, gut. Also die konnten noch liefern. Ne? Wie der Vater gesagt hat, den Monat haben wir 3 Käfer verkauft. Stellt euch das vor. 3 Käfer. Das hört sich so gemütlich an, 3 Käfer. Ja, aber dafür müssen wir ganz schön laufen. Heute müssen wir das am Tag machen, aber locker. Ja. Ach, auch die Preis oder der Durchschnittspreis durch das VW-Programm war jahrelang immer unter 10.000. Dann kam Audi dazu und da wurde die mal mitgerechnet. Dann haben wir auf einmal einen Durchschnitts, von 10.000 gehabt. Heute traue ich mich nicht mehr zu rechnen. Du weißt es auch Gott sei Dank nicht. Nein, es ist gerade auch die letzten paar Jahre durch die Wertigkeit, durch das, was wir heute bei den Autos können und auch meinen, verkaufen und kaufen zu müssen. Das ist unglaublich, diese Preisentwicklung. Die letzten 10, 20 Jahre. Was Extras kosten und so, das, oder? Ja, wenn man ein Auto zusammenstellt, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist ja bei allen Marken so. Mhm. Bei Volkswagen, die würden im Moment am liebsten keine kleinen Autos mehr produzieren, wobei ich mir sicher bin, das ändert sich auch wieder. Ja, Gott sei Dank. Ja, bei diesen niedrigen Zinsen. Mhm. Die haben es halt auch ermöglicht. Immer wertiger, immer teurer, immer mehr. Ist ja auch schön, macht ja auch Spaß. Mhm. Ja, ohne Zweifel, ich will das nicht verurteilen. Aber wenn wir mal wieder Zinsen für unseren Luxus, für unseren Konsum bezahlen müssen, dann wird es auch wieder ein Stück weit rückwärts gehen. Aber wir haben vor 20 Jahren mit der Marke Hyundai angefangen. Da hatten wir noch ein Auto für 7.000 Euro. Da hatten wir ein i20 für um die 10.000 Euro oder wie er damals hieß. Der hatte noch einen anderen Namen. Getz oder so. Mhm. Ja? Heute sind das richtig hochwertige Autos, die bei 15, 20, 25, 35, 45.000, 60, 70.000 heute. Hyundai. Ja, ein Hyundai. Ja. Weil die bieten dafür wahnsinnig viel Leistung und tolle Autos. Mhm. Ja? Aber es ist verrückt. Und es ist auch nicht so, dass ich dort den Hyundai für 70.000 Euro, der das gleiche bietet wie hier ein 150.000 Euro Auto, also die gleiche 600 PS irrsinnige Leistung, dass ich den dort jetzt viel besser verkaufe. Das verkaufe ich eher auch nicht. Ja? Aber man kann es halt heute. Man kann es anbieten. Man kann es. Ja. Man muss das, weil man es kann, unbedingt machen. Ja. Ich bin jetzt doch schon 20 Jahre aus dem Geschäft. Wenn ich hinten in unseren Audi-Hangar reinkomme, fragen Sie mal die Verkäufer, da habe ich nur einen Satz. Ihr seid verrückt. Ach, das ist unglaublich. Der ist verkauft. Ja. Das ist, was uns sehr hilft auch, ist beim Verkaufen von Exoten, sage ich jetzt mal, also besonderen Autos, das Internet. Na, wenn man ein gestreifter A7 verkaufen mit 500 PS, dann wird er ganz schnell verkauft. Dann ist im Odenwald die Kundschaft eher überschaubar, oder? No, das ist wahrscheinlich, oder hier in der Nähe. Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz spannendes und wichtiges Kapitel, auch wenn es jetzt ein Wahnsinnszeitsprung ist. Man hat ja auch früher schon versucht, exklusive Autos herzustellen und zu verkaufen. Mhm. Erstens gab es die Käuferschichten schon und natürlich kann ich mit teurer immer auch mehr Geld verdienen. Alle. Der Hersteller, der Handel. Jetzt ist der Odenwald
ja, ein unglaublich großes Gebiet. Also, was haben wir hier? 60 mal 80 Kilometer, aber mit relativ wenig Einwohnern. Also heute, im Jahr 2024, haben wir knapp 100.000 Einwohner. Ja. Ich vermute mal, die Zahl ist gar nicht so riesig schwankend zu vor 50 Jahren. Also eigentlich ist es wunderbar, wunderschön. Aber es gibt natürlich auch nicht endlos Markt. Ja, eben. Es gibt nicht endlos viele Unternehmer, die sich jetzt das Premium-Auto kaufen. Ob das damals der Sechszylinder Hanomag war, der Autobahn, wie er sagt. Ich bezweifle, dass wir jemals einen Autobahn davon verkauft haben. Ja, nee, einen verkauft kann ich. Ja? Ob das später mit Porsche so war? Ja, ja. Ich denke, du konntest am Anfang mal 1-2 gebrauchte Porsche verkaufen. Dann hatten wir endlich irgendwo erstmal einen Vermittlervertrag mit Glöckler. Das heißt, wenn wir uns zu mutig zu viele Sechszylinder Hanomag hingestellt haben, dann waren die uns, dann hatten wir die. Und dann haben wir die nach 2-3 Jahren, keine Ahnung wie, verkauft als Vorführwagen. Das war alles noch okay, solange mein Opa frei einkaufen konnte, selbst entscheiden konnte. Dann kamen irgendwann die Hersteller und sagen, okay, wir haben jetzt das Modell noch und wir haben noch ein Audi V8 und wir haben noch das und wir haben noch jenes. Da waren wir immer relativ gut dabei, als die ersten V8 kamen. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Haben wir auch keinen direkten Vertrag bekommen, weil der kleine Tirol im Odenwald V8 kann ja nicht so viele verkaufen. Das heißt, wir mussten die vom Wiest nehmen. Ist ja in Ordnung so. Aber wir haben im ersten Jahr mehr verkauft wie die Firma Wiest. Das waren jetzt vielleicht nur 5 Stück. Ja, gut, aber mehr ist mehr. Aber wir haben natürlich zu unseren Kunden eine unheimlich enge Bindung. Und die 5, die halt so ein Auto wollen und wir eine gute Verbindung zu denen haben, die hatten dann auch ihre 5. Aber dann ist der Markt halt auch erschöpft. Ja, ja. Dann kommt der Hersteller auf die Idee und sagt, so, wir machen mit euch einen Vertrag. Nächstes Jahr nehmt ihr wieder 5. Okay, von den 5 verkaufe ich auch irgendwie noch 2. Gott sei Dank hat der andere auch noch einen Unfall, 3. Yippie. Die anderen 2 bleiben stehen. Ja. Im Jahr drauf muss ich wieder welche nehmen. Und das war damals schon ein großes Problem, weil wir das Maximale, was wir an Werbung machen konnten, war eine Anzeige in der Automotor und Sport. Hm. Oder vielleicht mal hier irgendwo in Darmstädter Echo. Aber wer fährt von Darmstadt nach Michelstadt und kauft da ein Auto? Wo es doch dort einen Händler gibt, der die Kunden auch mitbedarf. Ja, Darmstadt-Michelstadt gab es noch hier, weil ein Großteil der Darmstädter aus dem Odenwald stammt. Ja, okay. Ja, okay. Aber dass wir mal ein Auto weiter weg verkauft haben, nie. Ja. Und ich hatte Jahre, da hatte ich 3, teilweise 4 Generationen Vorführwagen vom Audi V8 oder A8 dastehen. Die Sammler träumen heute davon. Nein, das ist ein existenzielles Problem für das kleine Autohaus auf dem Land. Und irre viel Kapital. Ne? Und irre viel Kapital. Und ich habe zum Schluss wirklich, kam einer rein und wollte einen Audi A4 kaufen. Da habe ich gesagt, du kriegst zum gleichen Preis von mir den A8. Einfach nur, dass ich mal wieder 2, 3, 4 Jahre los bin, das Auto, bis er wieder zurückkommt. Und dann kam das Internet. Mhm. Und ja, auch wenn das Internet für ganz viele Fluch ist oder die es noch verfluchen, die es noch nicht richtig verstanden haben, für uns war es ein Segen. Nicht das Internet an sich, sondern die sich dort bildenden Börsen. Hm. Die Mobilität der Käufer, die auch sagen, ach, da steht ja mein A8. Fertig konfigurierter A8. Da steht ja mein GTI Clubsport. Ja. Man kann reinschreiben, Audi A8 Grünsilber, sag ich jetzt mal. Ja, also genau. Ganz verrücktes Auto. Genau, und der eine Kunde wird den schon finden. Und genau das sucht einer. Und plötzlich hatten wir den Markt Deutschland, Europa genauso mit. Und wenn wir dann mit besseren Bildern kommen, mit einer netteren, schnelleren Bedienung, also Ansprache der Kunden mit einer schnelleren Antwort, dann haben wir alle Chancen der Welt. Und das war für uns echt ein Segen. Früher hatten wir, ich habe es irgendwann eingangs ja mal erzählt, immer es schwierig gehabt, Geld zu verdienen. Ja. Weil wir alles anbieten müssen, wollen, auch unsere Kunden. Ich kann doch kein Audi-Händler sein, wenn ich keine RS-Modelle da habe. Ja. Und wenn ich nicht möglichst von jedem einen da habe. Jetzt konnten wir aber nie die Stückzahlen nehmen. Oder dann kommt mal eine Aktion, ihr müsst jetzt 10 RS-Modelle nehmen, dann bekommt ihr irgendeine Marketingunterstützung und vielleicht noch 2% mehr Marge. Dann habe ich gesagt, mein Odenwald nimmt nur 3 RS ab. Außerdem habe ich noch 2 vom letzten Jahr stehen. Ich kann die Aktion nicht mitgehen. Mhm. Dann verliere ich auch die Attraktivität für unsere Kunden. Wenn dann einer zufälligerweise mal irgendwo anders schaut und das Auto ist dort günstiger, verkaufe ich gar keine mehr. Ja, und wenn man erstmal Kunde irgendwo ist. Ne? Ja, das war damals ein existenzielles Problem für uns. Mhm. Die Hersteller sind natürlich stückzahlenorientiert, habe ich größtes Verständnis für. Mhm. Aber wir müssen hin und wieder auch noch renditeorientiert arbeiten. Ja, ja, und damit war das Internet für uns, ich habe das echt früh erkannt und das gesagt, wir brauchen gescheite Bilder, wir müssen
sofort jedem Kunden, egal wo der anruft, Antwort geben können. Ja. Und nicht rumeiern und auch, da muss ich erst in den Akten nachschauen. Das gab ja nicht überall so eine ganz logische Vernetzung. Und das hat auch nicht jeder auf seinem Bildschirm die Bilder von dem Auto gesehen. Mhm. Ja. Das habe ich mir dann alles selbst programmiert, damit auch der im Zweigbetrieb sieht, was hier für ein Auto steht. Und das hilft uns heute echt. Wir können auch alle Aktionen der Hersteller mitgehen. Mhm. Ja, dann nehme ich halt die 10 RS-Modelle. Irgendwo auf dem Planeten steht einer auf, der das Auto kaufen möchte. Wie viel Prozent verkaufen Sie online? Bei Audi inzwischen 65% der Fahrzeuge nicht im Odenwald. Ich sage jetzt mal absichtlich nicht online. Ja, aber okay, klar. Heute informieren sich bestimmt 98-100% der Kunden übers Internet. Hm. Also auch unsere Kunden hier. Hm. Von daher ist es schon mal wichtig, da einen ordentlichen Auftritt zu haben. Weil wir verkaufen wirklich bei Audi 60-70% nicht im Odenwald. Gebrauchtwagen sind es weit über 75%, die wir nicht hier verkaufen. Und diese Domino-Effekt. Ich habe jetzt tolles Angebot, ich habe tolle Fahrzeuge, kann also auch für den Odenwald ein richtig attraktives Angebot bieten. Mhm. Also früher hat man immer gesagt, oh Gott, wir nehmen ganz einfache Audi 80 oder A4. Ja. Das sind hier Autos, die kein Mensch braucht. Wir haben heute nur noch verrückte Autos da. Ja. Die normalen kann ich immer noch bestellen. Ja. Ich kann doch jemanden mit einem verrückten Auto eine Probefahrt machen lassen und kann dann ein normales verkaufen. Aber jemanden mit einem normalen Auto eine Probefahrt machen lassen und dann ein verrücktes Auto verkaufen, gelingt uns nie. Okay. Ja? Und die, ich denke, warum sind die Leute so verrückt und fahren von Hamburg nach Michelstadt? Hm. Ja, ich jetzt zum Beispiel, um einen Podcast aufzunehmen. Nein, weil ich genau die verrückten Autos da habe, die uns gefallen, die, wenn wir sie konfigurieren, uns Gänsehaut machen. Wir sagen, geiles Auto. Hm. Und so ist natürlich die Chance, dass irgendwo einer aufsteht und sagt, hey, geiles Auto, ich fahre jetzt in Odenwald. Ist dann viel größer. Mhm. Da, das machen die jungen Leute heute. Ich bestelle kein Auto mehr. Ich mache nur noch die Augen zu. Ja, wenn ich die Preise sehe, wenn ich jetzt, oh Gott. Wahnsinn, ja, lass die Zinsen niedrig bleiben. Ja? So hat sich die Welt verändert. So funktioniert das heute. Der Gedanke, der unser Geschäft begonnen hat mit der Marke, war ja sparsam. Volkswagen. Mhm. Und da hat man jahrelang Autos verkauft unter 10.000 Euro, Mark, Euro und so weiter. Und plötzlich, es kam natürlich durch die Autounion, durch den Piëch und so weiter, plötzlich haben die gemerkt, dass es vernünftiger ist, groß anzubieten und klein mitzunehmen. Früher haben wir klein gehabt und wenn einer ein Auto geholt hat, es mehr wie 10.000 Euro gekostet, haben wir schon gedacht, was machen wir jetzt? Sie haben eben schon was von Stückzahlen gesagt, 3 Käfer im Monat. Ja. Wie ist denn das damals abgelaufen, der Autoverkauf eigentlich? Ich bin zu Ihnen gekommen, habe ein Auto bestellt und wann ist das geliefert worden? Die sind zu uns gekommen, haben dann ein Auto bestellt. Die ersten 2, 3 sind natürlich direkt geliefert worden, aber es hat sich ständig gesteigert. Ich bin vorhin bei den neuen Modellen unterbrochen, oder habe ich unterbrochen. Wenn ich dran denke, was wir für Werbung gemacht haben, als wir auf 34 PS kamen, jetzt viel PS und vollsynchron. Der ganze Betrieb, die ganze Zeitung, alles war vollgeklebt mit 4 PS. Ne? Und so ganz langsam, wie wir am Anfang gewachsen sind und auf einmal ist es explodiert. Auf einmal haben wir die Autos am Tag verkauft, die wir sonst im Monat verkauft haben. Und das Tolle war auch noch, die Gebrauchten waren gesucht wie noch was. Mhm. Gell? Und wir haben das Glück gehabt, die richtige Marke zu haben und alteingesessen waren. Und es war die Entscheidung zum Beispiel nach Michelstadt zu gehen, die ja unter dem Druck auch des Volkswagenwerks passiert ist. War absolut richtig, dass sie gesagt haben, ein Händler muss in der Mitte des Gebiets sein, nicht am Rand. Mhm. Haben sie unseren alten höchsten Betrieb, der direkt am Rande vom nächsten Landkreis ist, Kreis Dieburg, haben sie nicht akzeptiert als Händler. Mhm. Und dann, bis die das dreimal überlegt haben, waren wir in Michelstadt, da hat der Vater hier was gemietet und schon haben wir eine Werkstatt gehabt und das war die richtige Entscheidung. Es war also immer die Entscheidung vorwärts. Der Vater ist bei seiner Sache geblieben und hat auch auf den Namen Tirolfs als Renommee sehr viel Wert gelegt, weil er auch bekannt war durch die Schmieden. Diese Art und Weise, an das Geschäft und an die Kundschaft ranzugehen, die ist für uns typisch. Ja, auch trotz der ländlichen Region und trotz des relativ kleinen Marktes einfach zu sagen, wie du in, wann war das, 80er Jahren, das Gebrauchtwagen-Thema ist wichtig.
Vorher hat man hin und wieder einen Gebrauchten gehandelt. Mhm. Ich vermute, wir haben, oder damals, ich sag's mal, ab den 60ern haben wir irgendwo 500 neue in der Kante. Ja, 500 neue eben schon immer verkauft. Ja. Im Jahr. Im Jahr. Mhm. Und 100 Gebrauchte, die wir vielleicht zurücknehmen mussten, dann auch irgendwie wieder weiterverkauft. Mhm. Und Anfang der 80er hat mein Vater halt gesagt, das Gebrauchtwagen-Thema ist wichtig. Wir müssen aktiv Autos kaufen, wir müssen die anbieten, wir brauchen einen Gebrauchtwagenplatz. Mhm. Vorher standen auf dem Auto, auf dem Hof irgendwo 10 gebrauchte Autos. Es ist so, das Volkswagenwerk, vor allen Dingen die alte Garde, hatte sehr viele gute Ideen und hat es uns möglich gemacht, so Gruppen zu bilden. Händler, die ungefähr die gleiche Größe haben, die sich so einmal im Jahr oder so treffen. Am Anfang war das noch formlos, könnte man sagen. Und da muss ich sagen, da habe ich sehr viel gelernt. Weil ich mit Großstädtern zusammen war, mit Kleinen. Was macht der das? Wieso verkauft der so viele Autos? Und da hat man auch das, du musst dich viel mehr auf die gebraucht. Was wird denn gesucht? Die Leute wollen billige Autos haben und so. Das hat mir und uns sehr viel gebracht. Diese Händlerzusammenkünfte machen wir heute noch. Ihr nicht mehr so viel. Doch, Unternehmerkonferenzen. Händlerkonferenzen. Bin nächste Woche wieder weg. Ja, so. In der Hinsicht ist das Volkswagenwerk auch führend. Es ist jedes Jahr ein bisschen dünner geworden, die Zusammengehörigkeit. Mhm. Und das, je größer es geworden ist, umso dünner. Das ja gut, das hat sich heute total geändert. Also die Unternehmerkonferenzen sind inzwischen alle eigenorganisiert. Ja. Der Hersteller ja, hat kein Interesse mehr daran, dass das wir uns da... Vielleicht ist es auch ein Compliance-Thema, die dürfen gar nicht mehr. Ja? Ja. Also irgendwann hat man gesagt, wir machen nur noch Unternehmerkonferenzen ohne Zahlen. Ja, klar. Wenn gut, ich dann hier bin ich schon am Anfang der Unternehmerkonferenz eingeschlafen. Ja. und heute, also die waren da echt führend in den 80er Jahren. Es war ganz toll, diese Unternehmerkonferenzen. Von Kollegen zu lernen. Zum Teil von einem ganz Kleinen, zum Teil nur von der ganz Großen. Das hat mir sehr viel gebracht. Ja, auch zu sehr. Es gibt ja Unternehmen, die sind halb so alt oder auch nur 30 Jahre alt und schon fünfmal so groß. Es gibt ja noch ganz, ganz viele tolle Unternehmer, die eine Idee, eine Strategie haben, dann auch den richtigen Markt dazu haben, irgendwoher auch das Kapital bekommen und Dinge umsetzen. Die können wir hier im Odenwald nie umsetzen. Mhm. Das muss man ja dann auch ganz klar trennen. Aber ich denke, das zeichnet uns auch aus, alle Generationen, zu sagen, was gibt es noch Wichtiges? Was kann ich hier verkaufen? Das war uns schon immer wichtig. Dieser globale Markt ist nice to have. Aber ich muss hier meine Kunden gut bedienen. Das ist mir heute noch genauso wichtig wie meinem Opa und meiner Oma. Ja? Dass ich da draußen herzlich willkommen bin und alle, ist wichtig. Wir waren eben schon mal bei Porsche. Ja, das wollte ich gestern gerade anschauen. Vielleicht, wie sind die auf Sie gekommen? Wie sind die auf mich gekommen? Ja. Ja, der Porsche ist halt für uns alle VW-Leute, der Edel-VW. Ja. Ne? Am Anfang haben wir ja fast denselben Motor gehabt und dieselbe Anordnung ist es heute noch. Porsche hat es noch, mir nicht mehr. Ja. Und wenn ich einen Porsche gebraucht habe, bin ich zur Firma Glöckler in Frankfurt. Die habe ich gekannt vom Motorsport und habe sie auch so gekannt. Mein Vater hat schon mit den Glöcklers per Du, es sind riesig große Betrieb gewesen. Und auch ich brauche ein 356 Cabrio und da habe ich ein 356, da habe ich dir das bestellt, Kaufvertrag mit dem Kunden gemacht, das habe ich denen gebracht. Mhm. Und nach einiger Zeit kam man halt, wir können eventuell Vertragswerkstatt werden. Und das kam mit dem 911 zusammen. Beziehungsweise mein Vater hat seinen Senf, bis er gestorben ist, immer dazugegeben. Und hat dann gesagt, das täte ich nicht machen und das täte ich machen. Und wir brauchen kein Porsche. Und war da nicht ganz so intensiv dabei wie ich. Und dann hat Porsche, das waren auch schwache Zeiten schon, hat Porsche den 911 rausgebracht. Und der erste 911, da müsste man sich mal daran erinnern, der hat 19.000 Euro, Bar gekostet. 19. Und der 911, der 911T. Und dann der 911, 22. Und ich habe den Mut gehabt, einen Vorführwagen zu nehmen dann. Und habe also einen Vertrag abgeschlossen über Vertragswerkstatt. Ich habe im Jahr zwischen 5 und 8 und 10 Porsches verkauft. Allerdings auch durch die Sache 924 dann später. Da kam der Porsche 924. Das war eine noch preiswertere Ausgabe mit dem Motor, also konventionell. Und das ist gut gelaufen. Waren gute Kunden. Wir haben die Porsche immer mit dem Kunden im Werk abgeholt, weil sie nicht so weit sind, 120 Kilometer. Und auch das war ein Erlebnis.
Das war richtig. Ich habe das natürlich gern gemacht. Das hat jetzt geht ich gemacht. Herr Wagner, gell? Beim Herrn Wagner, ja. Das war der Verkaufsleiter weltweit. Das war das Tolle. Am Anfang in Wolfsburg und in Stuttgart. Die haben dich immer mit dem Namen begrüßt. Da hast du gesagt, wie gibt's das? Es gab nicht so viele Händler einfach. Ja, ne? Klar. Jedenfalls haben wir dann ein paar Jahre bis 92 Porsche-Vertretung gehabt. Wir waren ja dann auch wirklich Händler, oder? Wir haben ja direkt ja, Porsche dann hat Porsche Rundumschlag gemacht, weil sie noch teure Autos bauen wollten, verkaufen wollten. Und die musste Tirol, wurde der Händler, ja auch bezahlen. Ja, die wollten Exklusivbetriebe, die nur noch Porsche machen. Und das, ging hier einfach nicht. Das war ohne Internet war das hier unmöglich. Ja, Gott sei Dank hatte ich ein paar gute Freunde. Das hat schon seinen Grund, warum wir am Anfang mehr V8 verkauft haben wie so manch andere. Mhm. Wir haben Porsche verloren zu der Zeit. Und bei Audi kam Urquattro, V8, all die Dinge. Und wir mussten die Porsche-Kundschaft irgendwie weiter bedienen. Der große Händler, der auch noch Porsche hatte, der konnte ja nicht sich jetzt Porsche sein lassen und dafür Audis liefern. Ah ja, okay. Ja. Okay, ja. Aber wir mussten ja irgendwie dieses Vakuum füllen. Ja. Und dann war das ganz einfach in den ersten paar Jahren, richtig teure Audis zu verkaufen. Ich habe also natürlich meine guten Freunde und so weiter, waren die ersten Käufer von Porsche und vorher von Audi. Und nach einiger Zeit sind die Autos immer teurer geworden. Und Porsche hat gesagt, ich kann nicht von dem Michelstädter verlangen, dass der dieses Modell und dafür ein Monteur und die Ersatzteile alles lagert. Dafür ist er zu klein. Dafür hat er nichts. Und dann haben sie beschlossen, Händlerverträge nur noch zu vergeben an Orten kleinster Darmstadt. Die sollten, wenn es geht, 100 Autos verkaufen können. Also gut, da war der Wies der größte Händler und wir wurden wieder gekündigt. Da ist die Firma Porsche zu uns gekommen. Und hat gesagt, so Herr Tirov, wie hoch ist er? Die wussten das natürlich. Ersatzteillagerbestand so hoch. Purfirma, das und das haben sie noch gekriegt. Spezialwerkzeug, Rundschreiben und so weiter. Und haben uns regelrecht abgefunden, hat mir gar nicht verlangt. So, wir haben gedacht, wie man das gewöhnt ist, man wird gekündigt und fertig aus. Nee, es war ein ganz faires Ende. Wir sind ja, von wirklich. Porsche als es war eine freundliche Scheidung. Ach, eine ganz, und das muss ich immer wieder hervorheben. Das fällt mir auf. Wir waren letztes Mal einen ganzen Tag bei Porsche, haben wir das Museum betrachtet. Mhm. Und da wirst du behandelt, wie wenn du schon 100 Jahre da wärst. Also das sind andere Leute irgendwie. Und so ist es bei uns auch, weil sie gerade, wieso gibt es euch noch 100 Jahre? Meine Mutter hat jeden gekannt. Wahnsinn. Aber ja, schade, dass es mit Porsche nicht weiterging. Wie haben Sie denn so die VW-Entwicklung eigentlich erlebt über die ganzen Jahrzehnte? Also da gab es ja auch mal schwierige Phasen, als der Käfer eigentlich irgendwann viel zu alt wurde und man den Golf noch nicht hatte. Es ist ein solches schweres Problem, den Endpunkt zu finden. Wir verkaufen ja immer noch 1.000 am Tag, sag ich jetzt mal. Und vorher haben wir 2.000 am Tag verkauft. Und dann sagt er, 1.000, werden alle anderen froh, wenn sie 1.000 verkaufen. Und dieses Beharren auf der alten Schiene, es gab Leute im Volkswagenwerk, die gegen jeden Golf fahren, weil der hat ja keinen Heckmotor. Gell, so die, bei der alten, wir haben die Werkstatt, die erste Werkstatt haben wir 56 eingeweiht. Die wurde gebaut, als wenn es den Käfer bis zum Jahr 3000 ging. Alles darauf ausgelegt, dass der Motor hinten ist. Ja. Die Öleinfüllstelle, egal was war hinten. Die Abstände zwischen den Hebebühnen. Ja, egal was. Und umso schwerer war es, nachher plötzlich einen Golf zu haben. Mhm. Und das war die Erlösung. Das weiß man hinterher. Und dann kam die Zeit vorher, habe ich ja gesagt, in unserer Werkstatt kommt kein Diesel. Ja. Aber wenn VW nicht den Golf TTI gebracht hätte, hätten sie nie zu unseren heutigen Umsätzen gekommen. Ja. Bin ich überzeugt. Plötzlich hatte man einen Golf, manche Leute haben den mit 5 Liter gefahren. Ja. Und das Ding ging auch noch recht gut. Ja. Und so richtig imagemäßig vorangebracht hat den Golf, der Golf GTI. GTI, also GTI vom Image und dann selber mit Dieselmotor. Der war so schnell wie der Benziner. Mhm. Gell? Das hat man erst durch uns gelernt. Und dieser Kampf gegen den Benziner der Amerikaner. Den Kampf gegen den Diesel? Gegen die Diesel. Ja. Ja, den die ja geführt haben auf so linke Art und Weise, wie sie es immer machen.
gell? Wie der Käfer in Amerika die großen Stückzahler gemacht hat. Das hat ja keiner verstehen können damals. Ich komme zum Auto mit 30 PS und mache diese Stückzahl. Ja. Und da ist der Rechtsanwalt hinterhergegangen und hat ein Buch geschrieben, Unsafe at Every Situation oder so ähnlich. Every Speed, ja. Every Speed. Mhm. Ne? Ja, damit haben sie wirklich den Verkauf in Amerika innerhalb von einem Jahr, ich glaube, halbiert. Gell? Obwohl, es war wirklich noch Heckschleuder, das Auto schon. Aber die Amerikaner haben das mit einer Art und Weise gemacht, dass wir vom Markt flogen. Und genauso haben sie es jetzt mit dem Diesel gemacht. Wussten Sie das denn, als der Golf rauskam, dass das die Erlösung werden könnte? Oder würde? Also waren, Ich ja. Weil das ist die logischste Form Auto. Mhm. Frontantrieb für mich. Mhm. Ist alles zusammen da vorne, ein Antriebsblock, zack, rein, raus. Ne? Die Kardanwelle ist schon wieder extra. Und das kann man so übertragen. Und da muss man hinten nochmal ein Kegel und Teller. Aber da war der Golf. Es kommt auch auf die Leistung an. Ne? Obwohl wir ja Golfleistungen haben. Gut, und Nutzwert war halt auch durch die Konstruktion dann viel höher. Ja. Gott sei Dank hat Volkswagen über viele Jahre diese Schwerfälligkeitstradition ja dann auch sein lassen. Also wir haben viele, viele innovative Produkte bekommen. Wie haben Sie denn diese Luxusstrategie? Also als der Pirch kam, Ferdinand Pirch, und eben nicht Daniel Gödewehr Vorstandsvorsitzender wurde, sondern der Ferdinand Pirch dann gesagt hat, das bauen wir Bugattis und machen Bentley. Ja, so, der ist nicht gerade vor allen Dingen was für uns ein bisschen arg weit war. Das ist der Bugatti. Ja. Ja, wo im Jahr 2 verkauft werden oder ich weiß es nicht. Aber nicht im Odenwald. Das sind ja Dinge. Aber Sie haben ja den Phaeton bekommen. Wir haben den Phaeton bekommen. Ich war begeisterter Phaeton-Fahrer. Mhm. Aber wir sind keine Phaeton-Marke gewesen bis dahin. Da muss man lang dran arbeiten, diesen Anspruchsdenken oder Image-Denken der Mercedes-Fahrer zu erreichen. Das Auto war klasse. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass alle alles machen. Mercedes hat früher mal nur die noblen, großen Mercedes, wenn es geht, schwarz. Und wir haben die Volkswagen verbaut. Und Opel hat etwas dazwischen. Mich stört es, dass jetzt viele Mercedes aussehen wie ein Opel-Mann da. Ja, wirklich, ich bin stolz auf Mercedes. Ja. Das ist eine deutsche Nobelmarke, die gut ist. Ja. Ne? Genau wie ich stolz bin auf Porsche. Aber ich hätte manches anders gemacht, das ist klar. Ja gut, es hat halt vieles in die damalige Zeit einfach gepasst. Und dann auch zu sagen, das hat dem Konzern ja auch gut getan von der Entwicklung. Also wenn ich dann noch so ein bisschen ein Stratege an der Macht habe, wenn ich da einen Pirch habe, der das durchzieht, dann funktioniert das ja auch. Ich meine, das war ja erfolgreich. Und wenn ich sehe, was heute an Nobelmarken verkauft wird, für wie viele Millionen die Menschen bereit sind, Autos zu kaufen. Ja. Offensichtlich geht das, auch wenn das so weit weg ist von unserem Horizont hier. Ja, das ist mir auch egal, ob die Marke das macht oder nicht. Und auch ein Phaeton hat uns ein bisschen wehgetan, aber gar nicht so sehr. Wir hatten immer einen und das Auto war auch verkaufbar. Und solange ich da keinen Volumendruck habe, ist für mich als Händler, auch als kleiner Händler, alles gut. Ja, das war dann nicht so. Beim Phaeton war das nicht so. Bei Audi, die ja wirklich die sind ja auch in dieser Kategorie der Luxusklasse, in der Oberklasse angekommen. Mhm. Ja? Die mussten den Weg gehen. Und wenn man dann sieht, damals wurden in Deutschland Oberklasse-Fahrzeuge, wie viele zugelassen im Jahr? Also von mir aus 10.000, 15.000 Autos, Gesamtmarkt Deutschland. Das waren ja so winzige Stückzahlen. Und heute mit dem chinesischen Markt, mit dem amerikanischen Markt, sind das ja plötzlich auch in der Luxusklasse so riesen Stückzahlen. Dass es schön ist, dass es die Autos bei uns gibt. Wenn ich einen verkaufen kann, tue ich das auch. Aber wenn ich keinen verkaufen kann, dann kann ich nicht jedes Jahr einen neuen dazustellen. Und solange der Hersteller sich das erlauben kann, also keine Überproduktion hat, ist das für uns schön. Ich meine, wir sind ja auch stolz auf die Autos. Wir fahren die ja auch gerne. Ich fahre auch gerne einen Sportwagen oder ein Luxusklasse-Auto. Aber wenn ich, mir fällt jetzt spontan, warum auch immer, der Passat W8 oder wie hieß das Ding? W8, ja. W8 genau, ein. So ein geiles Auto. Ich meine, so ein Achtzylinder hat ja auch irgendwo was. Der perfekte Sleeper eigentlich. Ne? Ja. Aber wenn ich zum Schluss so ein Auto nicht verkaufen kann und mache meinen Vorführwagen, dann muss ich noch einen Lagerwagen dazu nehmen. Und ich sammle die Autos und mache an so einem Auto
wenn man 30-40% kaputt macht, das ist ja noch in Ordnung. Aber wenn ich den nach 3 Jahren noch stehen habe und werden einfach nicht los und zeichnen den für ein Appel und ein Ei aus und keiner kauft ihn. Hm. Weil man ja inzwischen kapiert hat, dass der viel Sprit braucht und das ist, ja, das ist schon bitter. Und dann hat man keinen Spaß mehr an dem Sportwagen oder an dem, an der Luxusklasse als Händler, ja. Dass die Hersteller das alles mal gehen müssen und das dann auch durchdrücken, habe ich größtes Verständnis für. Ja. Und da ist dieser tolle große Markt und das Internet, über das man auch Image machen kann. Ja. Schon auch toll. Hat VW Audi eigentlich kannibalisiert für Sie mit, mit den Vätern und so? Oder waren die Audi-Kunden nochmal anders? Ja, das sind keine anderen Menschen. Die Audi-Kunden. Man hat eher durch den Phaeton eine Zielgruppe erschlossen, die man vorher nicht hatte. Nicht hatte, ja. Okay. Ja, das ist, also es sind auch ganz... Wenn es auch nur 2-3 waren im Jahr. Aber es ist eine andere Zielgruppe, genau wie wir mit Audi. Haben wir ja auch gedacht, jetzt haben wir die auch noch dabei. Es gab so ein Bundesvereinigungs-, Auto-Bundesvereinigungsjahr bei uns. Wir hatten auf einmal VW, Audi, NSU und wer war das? Ist egal. Wir haben jahrelang gesagt, wir brauchen mehr Kofferraum. Auf einmal hatten wir 4 verschiedene Marken im Ausstellungsraum stehen. Denkt nur an den K70, wunderbarer Kofferraum. Schönes Auto, ging nicht, wurde nicht verkauft. Also nicht gut verkauft. Mhm. Und unser Problem, aber das sind nur unser VW-Problem, sondern das ist in der ganzen Geschichte so. Sehr oft halten die Alten zu lange an dem fest, was sie gemacht haben. Und da hat interessanterweise der Piëch hat Unruhe reingebracht. Der hat es anders gemacht wie die anderen. Mhm. Und hat es durchgezogen. Und durchgezogen. Ja. Und am Schluss sagt, der hat ja recht gehabt. Und treibt die Leute vor sich her, ne? Mit ganz vielen Ideen. Ja, das stimmt. Also das ist eine der wesentlichen Entwicklungen. Was ist mit dem NSU geworden? Das weiß gar keiner mehr, dass es bald von NSU geworden. Der K70, das war ein interessantes Auto. Ja, es war ganz wichtig für den Konzern, diese Produktionsstätte und die Marke. Ja. Aber dann, das war eine ganz große Entwicklung, dass dieses alles zusammengekommen ist und dann haben sie es wieder ordnen müssen. Und so wie es heute ist. Es war auch eine strategisch wichtige Entscheidung. Ja. Sie hatten relativ schnell ein frontangetriebenes Auto und verschiedene Plattformen. Das aber auf einmal, wie ich damals... War schon auch Rettung ein Stück weit. So von meiner Seite. Ja. Ich bin damals, also wir waren die Fanatiker, die gesagt haben, Luft friert nicht, Luft siedet nicht beim Käfer. Gell? Und dann haben wir gesagt, nur Heckantrieb ist gut. Dann haben wir auf einmal haben wir Wasserkühlung gehabt. Und das war auch gut. Und Frontantrieb. Ja. Also seid ihr verrückt. War die ganzen Argumente kaputt. Und der Herr sah, dass es gut war. Ja, das stimmt. Es ist schon so viel passiert. So, Herr Tirolf, jetzt müssen Sie weiter. Es gibt bei mir immer eine letzte Frage, die stelle ich Ihnen jetzt auch. Ja. Wenn das Rohöl mal ausgehen sollte, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie Ihre letzten 50 Liter Sprit verfahren? Das ist kein vernünftig gewordener alter Mann, Frage. Eine Fahrt durch den Odenwald im VW-Bus. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Wir haben jetzt eine Sache, habe ich natürlich jetzt mit Ihrem Vater vergessen, auf die Schnelle, irgendwie, und zwar Michael Schumacher. Da gibt es auch eine Verbindung, oder? Ja, eine Verbindung. Ist sowas Relatives. Eine kurze Episode. Ja, eine kurze Episode, ja, Michael Schumacher. Wir hatten, oder in den 60er Jahren, ich glaube, der hat auch bei uns schon gelernt, ein Italiener bei uns, Ferdinando Matiuzzo, der war sehr motorsportaffin. Aha. Ist auch damals schon Kart gefahren. Und in Otzberg oder in einem Ortsteil von Otzberg gibt es einen Rennstall. Und der hatte wohl... Der Michael Schumacher, sein Vater, hat gesagt, hey, der kann bei mir fahren, der kann da richtig trainieren und soll dabei noch eine Ausbildung anfangen. Das kannten die sich vom Kartsport her, der Ferdinando Matiuzzo und der Rennstallbesitzer. Mhm. Und so kam der Michael Schumacher zu uns zur Ausbildung. War ein ganz netter, unauffälliger Mensch. Es gibt leider nicht ein Foto von ihm. Klar, es gibt die Stempelkarten. Davon gibt es jetzt wieder kein Foto. Es gibt den Urlaubsantrag, wo dann drin steht für das und das Kartrennen. Okay. Hat er immer Sonderurlaub bekommen. Ja. Eine Ausbildung gemacht, wie jeder andere auch. Hat genauso. Damals mussten ja die Auszubildenden wirklich noch Autos waschen und die Arbeiten, die keiner machen will, machen. Heute ist das alles ein bisschen anders geregelt. Hm. Und ging dann weiter, dass er, glaube ich, dann Formel 3 gefahren ist, ging zu Bergmeister weiter. Mhm. Aber er hat die Ausbildung nicht ganz zu Ende gemacht. Nein, er hat die Ausbildung nicht bei uns zu Ende gemacht. Er hat die dann
im Rheinland da oben fertig gemacht. Ja. Ich weiß nur, es gab irgendwann mal ein RTL-Interview, wo er auch befragt wurde zu der Zeit im Odenwald und wo er dann gesagt hat, er hätte so viele Autos waschen müssen. Es tut mir heute noch leid. Ja, schön. Wann haben Sie den Betrieb übernommen von Ihrem Vater? Oder wie sind Sie hier reingekommen? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Oder wenn, sind Sie auch als kleines Kind? Wahrscheinlich einfach mit der Geburt. Haben Sie auch getankt? Das war schon vorbei. Ich weiß nicht, wann das Benzin bei mir ins Blut kam. Das ist nicht ganz erwiesen. Das war eigentlich nie eine Frage. Es war eine Selbstverständlichkeit. Da ist jetzt ein Sohn, da ist ein Nachfolger und der macht mal den Betrieb. Sie hat zum Leidwesen vielleicht meiner Schwestern. Aber das war auch von meinem Großvater, der hat ja noch gelebt. Für den war das sicher das größte Glück. Da ist einer, der interessiert sich auch noch für Autos und schraubt gerne. Und das war einfach da. Hm. Im Gegensatz zu meinem Vater bin ich nicht im Betrieb aufgewachsen. Also wir wohnen einen Kilometer von hier weg, ist das Elternhaus. Und ich war, wenn ich Langeweile hatte, im Betrieb mit. Hm. Ja, aber nicht Tag und Nacht und Tankstelle gemacht oder solche Dinge. Ich schraube und tüftle für mein Leben gern. Dinge zu entwickeln, die es noch nicht gibt, sei es Software, sei es irgendein technisches Ding, das macht mein Gehirn einfach glücklich. Ja. Und so hat natürlich auch die Ausbildung bei Porsche. Ich habe es nie in Frage gestellt, ich habe nie gesagt, nee, will ich nicht. Mhm. Ich hätte das sicherlich auch gedurft. Dann hätte es halt eine andere Lösung für die Firma gegeben. Ja. Aber ich habe das gern gemacht. Ich habe auch zu Hause nur an meinem Fahrrad rumgeschraubt und dann am Mofa. Und von daher war das, was ich gern gemacht habe. Und was haben Sie gelernt bei Porsche? Ich habe bei Porsche Kfz-Schlosser gelernt. Okay, aber im Werk, ne? Im Werk, direkt in Stuttgart. Mhm. Damals auch wirklich noch so richtig mit Lehrwerkstatt ein halbes Jahr lang wirklich feilen, fräsen, hobeln, alles von der Pike auf. Und es war eine wahnsinnig tolle Zeit. Und klar, es ist erstmal ein Schock, wenn man aus dem Odenwald, aus dem Familienverbund irgendwo rausgerissen wird. Und ich weiß noch, wie mich meine Eltern in Stuttgart ausgesetzt haben. Ich sage immer ausgesetzt, ja, weil man hat damals kein Bild von der Wohnung gesehen. Da hat er irgendein Freund wahrscheinlich angerufen, hey, suchen wir da unten eine Wohnung oder irgendeinen Immobilienmakler. Und dann wurde ich da in so einer Dachwohnung ohne Dusche, ohne Küche, ohne alles irgendwo einquartiert. Meine Eltern nur gesagt, duschen kannst du bei Porsche. Das Mofa mit hingenommen, das habe ich dreimal probiert, durch so eine Großstadt, also in Ludwigsburg, nach Zuffenhausen zu fahren mit dem Mofa bei dem Verkehrsgewimmel. Das war ein Unding. Dann habe ich endlich mal öffentliche Verkehrsmittel kennengelernt. Also es ist so, dass man alles kennenlernt, wenn man in der Großstadt landet. Ja, ja. Und wirklich, also mit 16, die ersten zwei Wochen waren echt hart. Ja. Gut, dann ist man halt ein anderer Mensch und kann das auch. Aber ja, was sicherlich in dem Alter ein bisschen schade ist, ist, wenn man sowas Freundeskreis und Party und in dem Alter macht man eher noch ein bisschen, kommt man dann zu den Schwaben, die einen nicht kennen. Jetzt ist die Party erstmal vorbei. Die immer eher zu ihrer Party gehen, ja. Das war eine sehr intensive Zeit zum Lernen. Mhm. Ja, wirklich zum Ausbildung machen, da hat auch dann plötzlich der Erfolg oder gute Noten oder tolle Arbeit abzuliefern, hat plötzlich Spaß gemacht. Ich war nicht immer so ein guter Schüler, das geht auch anders, ja. Und was dann dort auch ganz schön war, es waren ein paar Fremde dort, also teilweise aus ganz Deutschland, zwei, drei Stück und auch aus den USA. Und mit denen habe ich mich dann relativ schnell angefreundet. Die waren ja alle fremd, ja. Und es gibt bis heute noch eine sehr gute Beziehung zu einem, der in den USA jetzt ist und dort auch, war dann bei Porsche ewig Rennmechaniker und hat jetzt eine eigene kleine Porsche Oldtimer Werkstatt. Das war schon eine schöne Zeit. Und ich sage, also, wir haben die Psychologen damals nicht zu Risiken und Nebenwirkungen von dieser Ausbildung befragt. Nee. Da bin ich jetzt doch sehr infiziert und lebe gerade das Oldtimer-Thema. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Mich, ja. Als Sie dann hier in den Betrieb gegangen sind, also haben wir jetzt ja auch eben, haben Sie ja schon mal angedeutet, dass Sie die Computer hier im großen Stil eingeführt haben. In welcher Zeit war das? Also ich habe nach der Ausbildung bei Porsche noch eine kaufmännische Ausbildung bei einem Händlerkollegen gemacht, das war in der Pfalz. Mhm. Also ein ähnlich großer Betrieb wie bei uns. Und das war dann erstmal der Schock von dem tollen Unternehmen mit dem tollen Image Porsche und dem hochstrukturierten Ausbildung und hochstrukturierte Abteilung in so einen Handelsbetrieb zu kommen. Das war schon ein harter Aufschlag. Ja. Ja. Hab dadurch aber auch sehr viel gelernt. Ja, auch wie man eine Ausbildung strukturieren muss, dass die Leute auch an der Hand genommen werden müssen und nicht einfach dort. Also ich war dort so oft im kalten Wasser. Mhm. Hat mir zum Schluss gut getan, aber es war hart. Mhm. Ja, also bei der kaufmännischen Ausbildung. Dann habe ich noch ein Jahr Kfz-Betriebswirtschaften, KALF. Gab es damals eine Schule, BFC. Das ist wirklich eine Kfz-spezifisches Studium oder abgekürztes Studium. Mhm. Das war ein hochinteressantes, sehr intensives Jahr. Das war ein Jahr.
Und dann kam ich in Betrieb. Also das war 90er Jahre, Anfang 90er Jahre. Bin dann hier erstmal als Springer, ach, geh mal da in den Gebrauchtwagenverkauf, da ist gerade keiner, geh mal nach Höchst, mach mal da einen Verkauf, da suchen wir wieder einen Verkäufer. Und bin dann erstmal so ein bisschen da gesprungen, ein bisschen rumgedümpelt, konnte aber dabei schon erkennen, das funktioniert doch nicht mit diesem ganzen, ich bin schon immer Computer- und Technikfreak, also vor der Oldtimer-Bastelei war der Lötkolben mein bester Freund. Das muss besser gehen. Es kann nicht sein, dass wir ein Auto gar nicht verkaufen, weil der Verkäufer nicht weiß, dass wir es haben, oder dass wir ein Auto zweimal verkaufen, weil der in höchstem Betrieb nicht mitbekommt, dass der es in Michelstadt verkauft, oder der vorne im VW-Gebäude nicht mitbekommt, dass er im Gebrauchtwagenplatz verkauft. Das geht mit den Computern heute besser. War der andere Betrieb schon weiter, wo Sie gelernt haben? Nein. Auch nicht? Okay. Nein, das war zwar in der damaligen Zeit ein Betrieb, der schon sehr computeraffin war, aber damals gab es die alten Nixdorf-Großrechner mit relativ dummen Terminals. Die konnten nur das, wozu sie ursprünglich programmiert waren. Es gab keine Windows-Netzwerke, es gab das ja alles nicht. Ja, meinen ersten Computer hatte ich schon viel früher. Also da gab es noch kein Windows. Da war die Firma Microsoft noch am Werden. Das hat mich schon immer interessiert. Und ich kannte auch die Möglichkeiten. Also ich war auch auf jeder CeBIT. Ich habe das alles aufgesaugt, aber nicht wirklich verwenden können. Weil es mich interessiert hat. Es war ja auch recht teuer, ne, für einen Privatanwender. Also Rechner zu kaufen. Ich wusste noch, als ich meinen ersten Rechner kaufen wollte, da musste ich tagelang bei meinem Vater betteln. Ja, davon gehe ich aus. Ja, das war dann auch irgend so ein No-Name. Der hat dann halt damals nur 2000 Mark gekostet, aber das war ja fast so viel wie ein Auto. Ja? Das war Anfang der 90er. Ne? Ja, genau. Ja. Und der hatte dann immerhin ein Diskettenlaufwerk, sonst keine Speichermöglichkeit. Ja, und dann kam der kleine Hans ein paar Monate später und hat: Es gibt jetzt Festplatten, ich brauche eine Festplatte. Ich brauche eine 20 Megabyte Festplatte. Die war teurer wie der ganze Computer vorher. Aber mein Vater hat mich da auch immer unterstützt. Ich musste zwar auch schon kämpfen dafür, aber habe da unheimlich viel gelernt. Sonst hat mich immer interessiert, wie funktioniert das? Wie kann ich das umbauen, dass es noch besser funktioniert? Wie kann ich ein Programm schreiben, was das automatisiert? Also hat schon in den 90er Jahren da hinten so Werbebildschirme aufgebaut, wo unsere Angebote liefen an der Waschanlage. Ja, das wurde eigentlich danach erst erfunden. Ja. Heute geht es so klick, 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 es ist fertig. Ja, also ich habe durch das Springer-Dasein hier, durch das, konnte ich schon erkennen, wo hakt es denn? Wo könnte ich was verbessern? Und zwischen diesen Springerphasen, wo man eine sinnvolle Aufgabe hat, weil gerade ein Verkäufer ausgefallen ist, weil man gerade ein paar Serviceberater spielen soll, weil man, ja, gab es ja auch immer wieder gar nicht so viel zu tun. Dann habe ich mich hingesetzt und habe das Programm geschrieben. Dann habe ich das den Leuten gezeigt und dann, oh ja, super, brauchen wir. Ja, wir hatten aber noch kein sinnvolles Netzwerk. Mit den Nixdorf-Dingern ging das nicht. Dann habe ich immer versucht, irgendwie bezahlbar das hinzubekommen. Also den ersten Server habe ich selbst gebaut. Ich habe die komplett selbst aufgesetzt. Ich mache heute auch noch die komplette IT selbst. Habe 1992 angefangen, unser Gebrauchtwagenprogramm zu schreiben. Mit diesem Programm, also mit dem Urkern, total erweitert und verbessert, arbeiten wir noch heute. Und ich gehe regelmäßig zu meinem Verkaufsleiter und sage, bitte, bitte such dir ein Programm, was das auch kann. Wir kaufen das. Ich bin gern bereit, Geld dafür zu bezahlen. Das gibt's aber nicht. Ja, was kann das Programm? Er kommt dann immer wieder zu mir und sagt, ach, entwickel mir noch das dazu, mach das noch. Das. Ja, was kann das Programm? Die Standarddinge, wozu ich das damals programmiert habe, kann heute jedes andere Programm auch. Also die Verwaltung? Ich möchte ein Bild von dem Auto sehen, ich möchte den Kfz-Brief sehen, ich möchte alle Unfälle wissen, ich möchte eine Verlinkung zum Archiv. Das kann heute alles. Also einfach eine Datenbank sozusagen. Das ist zum Schluss alles nur eine Datenbank und ein bisschen Frontend. Ja. Dann kommt einer auf die Idee, die gebrauchten Räder, das sind ja immer ein Riesenproblem. Früher waren die hinten in den Autos drin gelegen, haben dann die Sitze schwarz gemacht. Dann haben wir so eine Zeit lang, die können wir verwenden für unseren Vorführwagen, die anderen schmeißen wir weg oder verkaufen sie. Das ist ja aber auch irgendwo wertvoll und ist irgendwo auch Gold, ja. Nur diese Zuordnung, die Dinge anbieten können, ich kann ja nicht irgendwo 500 Satz Räder hinstellen, ja. Klar. Und dann kommen wir auf die verrückte Idee, das müsste eigentlich in unserem Gebrauchtwagenprogramm noch angezeigt werden, wie viel Golfräder habe ich. Und damit wir dann nicht mit dem Kunden, wir sind früher dann hier in das Reifenlager reingelaufen, mit dem Kunden vom Gebrauchtwagenplatz, 300 Meter Laufweg, den Satz kann ich dir anbieten für 200 Euro. Muss ich dann Bilder von den Rädern haben? Ich habe jetzt keine Fotoabteilung, die nur Fotos macht und keine Datenbankabteilung, die nur einpflegt. Das muss ja halbwegs automatisiert gehen. Und dann schreibe ich halt ein kleines Programm und baue noch eine kleine Fotostation, die mit drei Webcams automatisiert die Bilder fotografiert, dass die dann auch alle gleich drin sind. Und dann sagt der Verkäufer hin, ja, da haben wir noch den Rädersatz. Ich hätte den, den oder diesen. Zeigt direkt die Bilder. Die Profiltiefe steht dabei.
seitdem verkaufen wir gute Räder. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja, klar. Und so alles, was es nicht gibt, baue ich mir dann halt. Baue es auch nur für uns. Ich will das auch nicht vermarkten, weil dann kann ich mich nicht mehr um unser Autohaus kümmern. Mhm. Ich habe so viele gute Autohändler, wo der Sohn dann Software gemacht hat und sehr erfolgreich war, dann den Autohandel sterben sehen. Das will ich nicht. Ich mache es für uns und das kann ich überblicken. Dann bin ich auch selbst dran schuld, wenn es nicht geht. Aber Software-Support Deutschland. Das will man nicht, glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Doch zu viel Automensch dazu. Ja. Aber dann haben Sie wahrscheinlich die perfekte Mischung mitgebracht, Autointeresse unter diese Software-Affinität oder EDV-Affinität, sodass Sie quasi eigentlich das Autohaus ins nächste Jahrhundert gebracht haben. Und es gab ja irgendwann eine Zeit, wo einfach diese ganzen Autohäuser oder die kleineren Händler, das sind sie jetzt auch nicht mehr, aber immer mehr fusionieren mussten. Ja. Zwangsläufig eigentlich, weil natürlich die Anforderungen durch die Hersteller immer größer wurden und immer stärker und immer teurer. Was Sie jetzt eben schon angerissen haben, man musste die Autos auf den Hof stellen, man musste natürlich auch die Showräume umbauen und irgendwie CI-mäßig anpassen. Audi und VW durften nicht mehr in einem Raum stehen. Da muss man ja auch immer wieder Kapital aufbringen, oder? Also ich meine, wird man da nicht immer die ganze Zeit vor den Autoherstellern hergetrieben? Man wird immer von den Autoherstellern und von den Kunden hergetrieben. Das ist so, aber das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe. Ja, also ja, auch ich leide da hin und wieder drunter, aber das darf nicht das Hauptleiden sein. Mhm. Ja, und man muss ja auch die Vorteile sehen. Also es gibt Branchen, die haben keinen Hersteller, der einem irgendwo ein bisschen Vorgaben gibt. Mhm. Da muss ich mich um alles selbst kümmern, um jede Ausbildung, um jeden Einkauf, um jeden, das ist auch schon ganz schön komfortabel, wenn da ein Hersteller ist. Natürlich ist es anstrengend, wenn der Hersteller gerade in die falsche Richtung rennt. Wir sehen es am Markt halt schon ein bisschen früher. Mhm. Und ich muss die Augen zumachen und sagen, oh Gott, das dauert jetzt wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis die es merken. Das ist aber fast zwangsläufig so. Ja. Ich persönlich habe das Riesenglück, dass ich die Dinge, die ich gern mache, die ich leidenschaftlich mache, wie Programmieren, wie mich auch um Historie kümmern, Dinge hier am Laufen halten und zum Laufen bringen, mit Menschen habe ich gern zu tun, dass ich die leben kann und dass das Unternehmen inzwischen eine Größe hat, dass ich einen Geschäftsführer habe, der die Dinge, die ich vielleicht nicht so gut kann. Ich kann ja nicht alles so gut, ja. Ich bin nicht unbedingt der geborene Geschäftsführer. Ja? Ich habe es Gott sei Dank geschafft, nicht unterzugehen. Aber ich merke jetzt mit einem super guten Geschäftsführer, Ralf Pfeiffer, welches Potenzial, welche Chancen in so einem Unternehmen stehen, wenn man breit aufgestellt ist und an vielen Stellen sich bewegen kann, nach vorne gehen kann, wachsen kann. Ja? Wenn man es dann noch schafft, gute Abteilungsleiter, eine tolle Struktur hinzubekommen, dann haben wir wirklich so ein tolles, junges Team. Und geben denen Verantwortung und bilden die aus, bilden aus, ja. Das ist beeindruckend, was heute möglich ist. Auch mit dem Markt, wir hatten es vorher von Internet. Mhm. Mein Opa hätte noch so ausbilden können. Er hätte dadurch nicht mehr Markt bekommen. Auf der einen Seite so toll, so wertvoll, auf der anderen Seite denke ich auch, das muss man auch weiterhin hinbekommen, ja. Man muss ja immer diese guten Leute finden, halten. Und in Unwald locken. Aber ich meine, auf der anderen Seite, Sie bilden ja so viel aus. Und wenn das Team gut ist und die Leute noch Spaß haben, wie viele Leute haben Sie jetzt inzwischen? Wir haben inzwischen 140 Leute. Und es ist ganz selten, dass wir mal jemand Fremdes haben. Also, der nicht aus dem Odenwald kommt. Das passiert nur, wenn jemand hierher heiratet, dann hier sesshaft wird. Wann ist Hyundai dazu gekommen? Oder warum haben Sie sich für Hyundai entschieden? Ja, Hyundai. Gut. Wir hatten es vorhin von, wann habe ich die Firma übernommen? Das war irgendwo, bin ich so reingekommen nach meinen Ausbildungen. Ende der 90er, Anfang 2000 hat dann mein Vater offiziell die Firma übergeben. Da war er 65. Dann gab es hier ein paar Dinge zu investieren. Wir haben einen Audi-Hangar gebaut. Vorher musste man eine Brücke bauen. Es wurde nochmal der Gebrauchtwagenplatz erweitert. Ich habe ihn höchst renoviert. War eine Zeit, die lief eigentlich auch ganz gut, aber wir haben es ziemlich weit zum Fenster hinausgelehnt und dann wurde es wirtschaftlich schwieriger. Es war ja kurz vor der Finanzkrise. War sowieso schon eine schwierige Zeit. Und dann stand plötzlich der Betrieb uns direkt gegenüber. Also wir sitzen ja hier direkt an der Bundesstraße und gegenüber war ein damals Seat-Händler, ein kleiner, der uns nicht wehgetan hat. Er hat einen relativ überschaubaren Job gemacht. Der ging insolvent. Das ging also alles ganz plötzlich und schnell. Und mich hat dann irgendwann die Hiobsbotschaft ereilt, dass ein sehr finanzstarker EU-Importeur in den Betrieb möchte, also den kaufen möchte. Das ist jetzt das, was ich nicht unbedingt brauche. Ich kann durchaus verstehen, dass der immer auf unser Trittbrett kommen wollte, hat inzwischen auch hier alle möglichen Immobilien drumherum gekauft. Aber so direkt gegenüber, also wenn wir uns jeden Morgen da am Bürofenster begrüßen, das wollte ich nicht. Und dann bin ich einfach nach drüben zu dem Chef und habe gesagt, ich habe gehört, er will den Betrieb kaufen. Ja, das stimmt. Ich sagte, was bietet er dir? Dann hat er mir eine unglaubliche Summe genannt. Dann stand ich vor der Entscheidung,
ich mache das auch. Also die Entscheidung, ich mache das nicht und der andere kommt rein, war für mich nicht existent. Mhm. Also nochmal viel Geld in die Hand genommen, nein, geliehen. So nach dem Motto, das werden wir schon auch irgendwie überstehen. Dann hatte ich den Betrieb gekauft, ohne zu wissen, was machst du jetzt damit? Ach so, sie hatten da noch gar nicht. Ja, dass ich irgendwas mit Autos mache, wusste ich, weil das ist das, was ich am besten kann. Ja, aber die Entscheidung musste relativ schnell getroffen werden. Entweder der andere kauft deinen Betrieb oder wir. Und der verkauft dann quasi EU-Reimport-Autos günstiger, ja, als das, was sie auf dem Hof haben. Ja, das war die Idee. Ja, ne? Das war damals, ja, da ein ganz brutales Marketing gemacht. Ja. Da hatten wir das Marketing noch gar nicht so richtig erfunden. und das wollte ich einfach nicht. Und dann haben wir uns informiert, was gibt es denn alles für Hersteller. Und wie auch immer, ich glaube, ich kam durch eine Autohausfachzeitschrift auf die Marke Hyundai, die halt damals ihr Internet erweitern wollten. Habe bei Hyundai angerufen und damals war Hyundai Deutschland ja noch Emil Freigruppe, also nicht Hyundai selbst. Ja, okay. Super nette Leute und ja, Herr Tiroff, da kommen wir gleich mal vorbei. Ich hatte mir dann so ein paar Sachen erzählt und das, wenn, dann muss man es richtig machen und für eigene Mannschaft. Und war mir aber klar, im eigenen Betrieb gibt es sowieso eine eigene Mannschaft. Mhm. Und kommt mal nach Heilbronn, schaut euch das alles an. Wenn sie ihr Team zusammen haben, kommt ihr dahin. Und dann entscheidet ihr gemeinsam, ob ihr das wollt oder nicht. Ich meine, 5 Mann zusammengesucht, habe wirklich gute Mitarbeiter hier aus dem Betrieb genommen. Weil mir war klar, das muss halbwegs autark laufen. Mhm. Ich hatte hier schon genug Aufgaben. Wir sind dorthin gefahren, haben uns die Marke, die Ideen, wie die sich entwickeln wollen, angeschaut und die Autos angeschaut, mit allen Autos Probefahrten machen müssen. Wollten die wirklich so? Und hat die ganze Mannschaft gesagt, ja, würden wir mitgehen. Dann haben wir uns für Hyundai entschieden. Mhm. Und eigentlich bis heute nicht bereut, auch wenn es inzwischen ja konzerngeführt ist und das alles ganz ähnliche Strukturen hat, wie jetzt hier bei Volkswagen. Ja. Also entweder ich mache mit, entweder ich erneuere die noch sehr guten Fliesen oder ich bin halt kein Hyundai-Händler mehr. Aber dass Sie Seat übernehmen, das stand nicht zur Debatte. Ach, das hätte ich auch gemacht, aber die Auflagen waren so unglaublich hoch. Ja, und ich war eigentlich so mit meinem Investitionswillen in dem Moment gerade am Ende. Die nächsten 15 Jahre hätte ich es auch bereut. Jetzt wäre ich froh, ich hätte Seat und Cupra. Ja, ja, Cupra vor allem. Ne? Aber das war ja auch gerade das Tal der Tränen mit Seat. Ja, so ist es. Ja, das Audi ja mal richtig Gas gibt und das Cupra-Thema dann da ankurbelt. Welche Marke verdient am meisten Geld? Oder wo ist das am leichtesten? Kann man das sagen? Das schwankt. Ist das so? Also Audi, VW, Hyundai? Nee, eher das schwankt nach Jahrzehnten. Okay. Also als ich den Audi-Hangar gebaut habe, war ich eigentlich kurz davor, die Marke Audi aufzugeben, weil ich gedacht habe, oh Gott, dieses Invest für das Gebäude, das kann ich ja nie mit der Marke erwirtschaften. War halt das Thema Internet und Luxus noch nicht so verrückt wie heute. Ja? Ja. Da hatte ich echt, das kannst du nicht rechnen. Ich wusste aber sehr wohl, in der Werkstatt hat inzwischen Audi einen recht hohen Anteil und das sind auch Kunden, die viel fahren. Mhm. Das heißt, keine Audis zu verkaufen, hätte mir nicht so wehgetan. Aber keine Audis zu reparieren, wäre eigentlich der Tod für unser Unternehmen gewesen. Also müssen wir auch Audis verkaufen, damit wir sie reparieren können. Inzwischen liegt Audi mit dem Umsatz natürlich weit vor VW. Also ich muss bei VW viel mehr Autos bewegen. Auch der Serviceumsatz von Audi hat gut die Hälfte in unserer Werkstatt. Also den VW-Umsatz überholt. Ja? Auch mit Nutzfahrzeugen ist genauso was. Nutzfahrzeuge verkaufen, die paar Autos, ist richtig Arbeit, ist richtig Ärger, ist richtig, ja, ich brauche diese Kundschaft, ich brauche diese Autos in der Werkstatt. Das ist die, ja, okay. Die kann nur ich bedienen. Ja, ja, von daher, ich brauche die alle. Ich brauche alle Marken. Inzwischen verdienen wir auch mit Hyundai ganz ordentlich Geld. Die ersten 10, 15 Jahre waren grauenhaft, ja. Aber das ist auch so ein Problem. Ich habe das alles investiert. Ja. Wir haben Audi neu gebaut, wir haben höchst renoviert. Wir haben eine Brücke gebaut, damit wir hier ein Grundstück haben, wo die Autos hin können, die vorher dort standen, wo der Saudi-Hangar steht. Ich musste den Betrieb gegenüber kaufen und Hyundai reinmachen. Erstmal musste ich noch renovieren, so toll war der Zustand nicht. Und dann kommt eine Finanzkrise. 2006. Da war dann natürlich der Super-GAU, den ich wahrscheinlich auch ohne das Glück, dass mir der Ralf Pfeiffer zuläuft, der finanztechnisch echt einen Überblick hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich es überlebt hätte. Ja, Krise war ein bisschen zu lange, als dass ich das mit meiner Art hätte lösen können. Wie hat sich die Krise für Sie ausgewirkt? Das ist einfach von heute auf morgen war das Geschäft. Ja, von heute auf morgen, es war immer schwierig, wir haben immer gejammert. Ja. Ja? Aber durch die Krise wurden einfach viel weniger neue Autos verkauft. Also wir hatten Umsatz- oder Zulassungsrückgänge im Odenwald von knapp 30%. Plus, die Leute waren auch nicht mehr, die sind nicht mehr so viel gefahren, die haben ihre Autos nicht mehr reparieren lassen.
Und wenn ich dann auch noch im Serviceumsatz Rückgänge habe, dann fehlen wir von dem damals recht dünnen Ergebnis. Also die Autohändler waren ja immer, Werkstätten waren immer notleidend. Also wir hatten Umsatzrenditen, wenn wir mal einen Prozent Umsatzrendite hatten, waren wir die Könige. Und wir waren immer weit drunter. Also wir waren mit 0,5 schon echt glücklich. Ja, dann kommt eine Finanzkrise, wo man plötzlich halt mal in dem einen Jahr 200.000 Euro Verlust macht, in dem nächsten Tag ja 500.000 Euro Verlust macht. Das sind Zahlen, die für mich als Anführungsstrichen kleines Unternehmen, als einzelner Inhaber, die kann ich fast nicht verarbeiten. Ja, habe ich wochenlang nicht geschlafen. Da fehlen einem dann auch irgendwann die Ideen für die Auswege, weil ich habe es nicht eingebrockt, ich kann es auch nicht auslöffeln. Ja, das irgendwo haben wir da draußen eine Krise gehabt. Ja. Gut, dann irgendwann kam die Politik ja in die Pötte und hat gesagt, wir müssen halt eine Abwrackprämie und eine Zulassungsprämie hier und irgendwelche Dinge machen. Dann lief es ja auch wieder. Beziehungsweise. Dann kam der nächste. Es kam die Abwrackprämie. Das heißt, wir haben eigentlich die neuen 20% günstiger verkauft. Ja. Plötzlich konnte ich die Gebrauchtwagen nicht mehr verkaufen, weil die ja 20% zu teuer waren. So, jetzt habe ich 20% Wertverlust bei Gebrauchtwagen. Ich hatte damals für 2-3 Millionen Gebrauchtwagen dastehen. Aber 20% ist eine 500.000 weg. Also ist das nicht so, dass ich unser Betrieb so verschlechtert hätte, sondern die äußeren Bedingungen verändern sich so. Es ist ja unglaublich, dass nichts mehr geht. Ja? Über was für Summen man da redet, was an Kapital gebunden ist in so Betrieben, wie Sie das hier führen. Ne? Ja, sicher. Wir haben halt extrem teure Ware mit einer relativ kleinen Marge. Und wir haben das Leasing erfunden, für Automobile zumindest, ja, wo wir früher ja jeden Restwert unterschrieben haben. Das heißt, ich habe ein Warentermingeschäft mit unbekanntem Ausgang unterschreiben müssen. Mein Gott. Und habe dann nach 3 Jahren ein Auto zurückbekommen, das keiner wollte. Ja. Und bei uns ging das ja noch. Wir haben ja nicht so viele Großabnehmer, wo ich jetzt 20, 200 gleiche Passat zurückbekomme oder Audi A6. Sondern ich bekomme dann 2, 3 zurück oder 5. Natürlich habe ich vorher auch keine 200 verkauft. Also ich konnte auch vorher das, ja. Die Proportionen sind wahrscheinlich genau gleich. Ja. Aber wir haben an jedem Audi A6, an jedem Passat zwischen 10.000 und 20.000 Euro vernichtet. Zurückbekommen, Leasing ab. Ja. Man hat dann Rettungsaktionen gestartet, weil so viele Händler kaputt gegangen wären und hat es da unterstützt. Ja. Aber trotzdem waren das Jahre, wo man einfach auch mal richtige Verluste gemacht hat. Und kurz vor so einem Jahr kaufe ich einen Hyundai-Betrieb. Denk auch noch, das musst du alles richtig machen. Das heißt, du brauchst einen Serviceberater, du brauchst jemanden an der Info, du brauchst jemanden im Teiledienst, du brauchst einen Verkäufer. Um die 3 da draußen zu bezahlen, brauchst du ja mindestens 3, 4 Mechaniker. Stimmt, oder? Die kaufmännische Rechnung ist soweit richtig. Es sind aber keine Autos im Markt. Ich habe gar nichts zu reparieren. Ich kann ja auch nicht erst mal 5 Jahre einen Verkäufer hinsetzen, der da nur Autos verkauft und dann die Leute einstellen. Sind, ja. Das heißt, weil ich das auch ein bisschen ungeschickt angegangen habe. Ich habe alles versucht. Wir haben noch eine freie Reparaturwerkstatt dazu gemacht. Wir haben noch Roller, Kymco-Roller und alles mit. Aber das hat nicht gereicht, ja. Und dann kam die Finanzkrise. Das heißt, wir haben auch da noch so richtig Geld vernichtet in einem Unternehmen, was es seit 2 Jahren gibt. War schon eine harte Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Ja, also ich bin auch echt froh, dass wir das so weit überstanden haben. Klingt also schon nach zahlreichen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das hört, dass man nicht sagt, ah ja, guck dir an, die Tirols. Irgendwann haben sie mal angefangen vor dem Krieg mit Motorrädern und jetzt haben sie 140 Mitarbeiter und alles ist toll. Das sind wirklich harte Zeiten. Ne? Und es wahrscheinlich kamen auch oft Leute, die den Betrieb übernehmen wollten, oder? Oder ist man da nicht manchmal kurz davor, schwach zu werden bei den Angeboten? Also das hatte ich einmal. Okay. Nein, also es kommen ständig Schreiben, dass irgendjemand das übernehmen will. Ja, dann will da einer einen Baumarkt hinmachen oder was auch immer. Aber ja, das okay. Also ich persönlich hatte das einmal, dass es mir relativ schlecht ging und das funktioniert ja alles sowieso nicht und was die Hersteller wollen und wenn man also jung ist und ein bisschen zu viel Idealismus noch da mit reinbringt, dann kommt man vielleicht mal auf die Idee, es macht keinen Sinn. Geh zu Porsche. Die fragen ständig, ob du da hinkommen willst. Mach da irgendwo deinen Ingenieur und ja, hast ein ruhiges Leben. Dann habe ich meinem Steuerberater gesagt, ruf die mal an. Halt irgendein Investor aus der Schweiz, der Autohändler sucht. Gibt es ja heute auch immer noch. Das hat dann ein paar Monate gedauert. Bis dahin war ich aber so tief im Betrieb drin, habe vielleicht auch dann mal endlich fertig gebracht, irgendeinem mal auf die Füße zu treten und zu sagen, du gehst jetzt in den Keller und strickst Heizöl. Wir hatten es vorhin von dem. Wir können das hier vorne auch besser. Ja? Bis das dann soweit war, dass die sich den Betrieb angucken wollten und wir wirklich über Zahlen gesprochen haben, habe ich gesagt, eigentlich ist das, was ich am besten kann. Ja. Und seitdem habe ich mir die Frage nie mehr wieder gestellt. Und mitten in so einer Krise kauft natürlich auch keiner den Betrieb. Ja gut, das stimmt auch. Also war es eher andersrum, dass umliegende Händler
zu mir gekommen sind, willst du nicht meinen Betrieb kaufen? Wir sehen, bei dir läuft das so, du hast hier noch den gemacht und da noch und ich nicht mal geschenkt. Also ich hätte wirklich Betriebe fast geschenkt bekommen können, aber das, nee, das überlebe ich jetzt gerade so. Ja, auch ich persönlich, ja, das ist ja dann auch mental einfach. Hat der Tobak. Jetzt gibt es, im Moment gibt es wieder, oder im letzten Jahr gibt es immer wieder Versuche, einen Betrieb zu übernehmen. Da muss ich aber sagen, das beweist mir, dass wir alles richtig machen. Und solange das funktioniert, also ich bin ein Mensch, ich brauche bis auf meine Oldtimer nicht Gott weiß, was für ein Luxus. Das Geld darf gerne in der Firma bleiben und ich muss das auch nicht mitnehmen, wenn ich sterbe. Ich bin da der Tradition verpflichtet. So meine. Mein Großvater und mein Vater auch schon so gemacht. Und ich glaube, so haben wir auch jede Chance. Ja, es ist stressig und ich kann nicht das Problem an eine Rechtsabteilung geben und ich kann nicht das Problem, nee, das mache ich. Ich habe alle Umweltprämien-Schreiben auf meinem Schreibtisch beantwortet. Gut. War eigentlich der Abgasskandal für Sie ein großes Problem als VW-Audi-Händler? Also hat man das gemerkt? Also zum einen war das für uns natürlich ein Riesenproblem, dass sowas überhaupt gibt. Also auch, dass man uns so angreift mit einem Ding, wo ich jetzt mal unterstelle, dass das fast alle so gemacht haben. Also es gab Vorgaben, die nicht einzuhalten waren, abgastechnisch, nicht so ohne weiteres einzuhalten waren. Und sie wurden dann auch so geprüft, dass sie nicht eingehalten werden mussten. Und dann lassen wir uns von außen so ein Ding einrühren. Ja, ich möchte nicht sagen, dass das in Ordnung war, was wir da gemacht haben. Aber das war es fast nirgends. Es war für uns wirtschaftlich gar nicht so die Riesenkatastrophe. Das hat uns natürlich belastet. Wir mussten unglaublich viel reden. Egal, wo man hingekommen ist. Also früher hat man mal darüber diskutiert, dass ein Kofferraum vom Audi 80 zu klein ist. Da hat man nur noch über Abgasskandal geredet und dass der das macht und dass der Winterkorn nichts mehr davon weiß. Und ja, es hat mich dann gewundert, wie schnell das auch wieder abebbt. Und mich hat es auch gewundert, dass Volkswagen alles auf sich nimmt und andere gar nicht angegriffen wurden. Aber gut, passiert ja jetzt ein Stück weit. Mich hat es auch gewundert, was dann plötzlich alles technisch doch gemacht werden kann. Was man es doch hinbekommt. Also ist so ein Skandal auch für was gut. Ja. Und ich bin meinen Kunden heute noch dankbar, wie sie uns die Treue gehalten haben. Also das Problem von den Kunden oder für die Kunden war ja, sie mussten nicht Volkswagen verklagen, sondern ihren Händler, ihren geliebten Händler. Und das ist schon schwer. Also ich habe so wenige Klagen hier im Hals gehabt, das darf man fast nicht erzählen, weil es den Kunden schwer gefallen ist. Man trifft sich morgen wieder im Supermarkt, ja. Man ist ja immer noch Freund. Die meisten Klagen kamen von fremden Kunden, wir haben damals auch schon viele über das Internet verkauft. Ich finde es heute fast schade, ja. Also hätte ich, ich habe das ja auch damals nicht so ganz objektiv alles sehen können. Also ich habe so eine Klage auch als Angriff auf mich gesehen. Ja, ja. Klar. Heute würde ich eigentlich jedem empfehlen, klag. Es ist für mich unvorstellbar, dass es eine Rechtsprechung gibt, dass ein Kunde mehr zurückbekommt, wie er bezahlt hat. Dass jemand ein Auto jahrelang nutzt und dafür fast nichts bezahlen muss. Das ist für mich keine Rechtsprechung. Aber gut, ist halt so. Es ist für mich auch unvorstellbar, dass es Cum-Ex-Geschäfte gibt oder Skandale gibt. Wo irgendjemand denkt, das könnte legal sein, oder? Wo einer auch nur auf die absurde Idee kommt. Das ist absurd, ja. Das haben wir auch gedacht. Ich hole mir mehr zurück, wie ich bezahlt habe, und das Ganze ist noch legal. Das ist so absurd, auch nur auf die Idee zu kommen, auch jetzt hinterher in der Rechtsprechung, das als Gesetzeslücke zu. Das ist wow, charakterlich so verwerflich. Ja. Aber gut, man kann das ja auch vergessen, dass man damit was zu tun hatte. Nein, also ich kann es mir hier Gott sei Dank erlauben, sehr persönlich, oder ich muss hier mit den Kunden sehr persönlich umgehen und auch da eine eigene Meinung zu haben. Und ich glaube, das schätzen die Mitarbeiter, die Kunden. Sie kommen wirklich zu mir, was soll ich machen? Soll ich klagen? Soll ich nicht klagen? Und was ich toll finde, Sie feiern jetzt Ihr unterjähriges Jubiläum. Sie haben ein ganz, ganz tolles Buch rausgebracht, kann man nicht sagen, weil man kann es nicht kaufen. Aber tatsächlich ist jede Generation bei Ihnen scheinbar sehr erpicht drauf, alles in Wort und Bild festzuhalten oder noch mehr in Bild. Und es ist ein unendlicher Schatz an Fotos, den Sie dann auch haben über Ihre Familiengeschichte, was ich wirklich sensationell finde. Und was ich noch toller finde, ist, wenn man durch Ihre Ausstellungsräume geht, dass da ganz viele alte Autos stehen. Und das Tollste ist, die haben Sie alle mal ausgeliefert und jetzt zurückgekauft. Ja, ganz viele davon haben wir ausgeliefert. Also durch meine Ausbildung am Porsche wurde ich schon durchaus mit dem Auto- und Oldtimer-Virus infiziert. Und konnte 1985 meinen ersten Oldtimer kaufen, also einen Käfer. Wo war ich damals? In Landau, genau, in der Pfalz, habe meine Ausbildung gemacht. Irgendwie hat mein Vater dort den Betrieb angerufen. Hier steht, keine Ahnung, irgendjemand von der Familie Lust. Die haben noch einen Käfer in der Scheune entdeckt.
Die hatten also wirklich von 1966 bis 1985 den Käfer in der Scheune stehen. Zugemüllt, hat keiner gewusst. Der ist von uns verkauft, willst du den haben? Ja, bitte kauf ihn sofort. Ich will den haben. Ja, und so kam ich zu den Oldtimern. Und natürlich sitzt man als Autohändler irgendwo an der Quelle. Also so alle 10, 20 Jahre kommt es mal vor, dass irgendjemand hier reinkommt. Ich habe da noch den Golf von meiner Oma stehen. Und mir war es schon immer eine große Freude, diese Autos am Fahren zu halten. Also sie fahren auch alle. Wir können sie jetzt in jedes Auto reinsetzen und losfahren. Sie haben einen Golf 1 mit wie viel Kilometer? 18.000 Kilometer. Also der wurde wirklich nicht viel gefahren. Ja. Und alle Service bei uns gemacht und habe den Käfer, der von uns verkauft ist und wo es dann auch einfach die Geschichten, wo die Oma mir noch erzählt hat, was der für einen Unfall hatte und wie sie den in Wolfsburg geholt hat, hat die Oma noch alles gewusst. Ja, das ist mir eine große Freude. Oder auch Motorräder. Ich habe ein Motorrad dastehen von 1938, wirklich von uns verkauft, im Originalzustand. Das ist schon toll, ja. Die Busse, die Feuerwehrautos, das finde ich auch toll. Die Feuerwehrautos, ja. T3 Doppelkabine Synchro, die auch von uns verkauft war mit 50.000 Kilometer. Und irgendwann kommen dann Gott sei Dank auch die Feuerwehr, egal wer, die wissen das ja auch, dass ich da Interesse habe und brauchen dann ein neues Auto und dann macht man halt irgendein Geschäft, dass man auch das alte Auto kaufen kann. Und ja, es ist schön, die zu besitzen, einfach diese Tradition da zu spüren. Natürlich macht das alles weder wirtschaftlich noch sonst irgendwie Sinn. Aber wenn wir dann jetzt wieder eine Ausstellung haben zum 100-Jährigen, machen wir eine große Oldtimer-Ausstellung, dann werden die Autos alle rausgeholt, geputzt, ausgestellt. Und ja, ich hatte das Glück, dass auch der Opa, der hat schon gerne fotografiert. Mein Vater hat gerne fotografiert, meine Mutter sowieso, die hat auch sehr aufwendig und künstlerisch, also wirklich, die hat sich fast bei jedem Bild gedacht. Da gibt es so viele tolle Fotos. Ich wusste das früher, das hat mich auch früher nicht interessiert. Man denkt ja dann, aber irgendwann kommt das dann. Mich haben die Geschichten von meinem Vater, von meinem Opa interessiert, wie die das erzählt haben. Und das ist alles bei mir da, aber natürlich kommt das nicht so präsent rüber wie bei ihm. Ich habe immer gesagt, das müssen wir mal aufschreiben. Und dann kam irgendwann das 100-Jährige näher, also so vor 10 Jahren kam das dann schon näher für mich. Und dann habe ich gesagt, ich muss anfangen, das aufzuschreiben. Musste aber relativ schnell feststellen, ich bin kein Schriftsteller, ich kann das nicht aufschreiben. Ich habe auch die Zeit nicht zum Recherchieren. Ja. Und dann ging noch ein paar Jahre und vor 5 Jahren habe ich gesagt, jetzt musst du aber mal ran. Und habe dann Gott sei Dank jemanden gefunden, der vorher schon 2 Bücher über das Gräberrennen geschrieben hat, der zwar gar nicht so viel Benzin im Blut hat, aber der unheimlich gern recherchiert und schreibt. Aber vorher bei der Kripo. Das ist gut. Dann kenne ich alle Archive, dann weiß ich, wo ich suchen muss. Und dem habe ich das irgendwann vorgestellt, was meine Idee so ist. Hatte auch schon ganz viele Bilder gesammelt und Gott sei Dank gibt es wirklich die ganzen alten Verträge noch oder die Weihnachtsansprachen von meinem Opa oder das habe ich alles irgendwo dann zusammengesucht. Und dann guckt er sich das an und sagt, ja, finde ich auch interessant, mache ich. Dann haben wir jetzt 5 Jahre lang wirklich alles ausgegraben. Also 90% der Fotos kannte ich nicht. Ich wusste nicht, dass es diese Schätze gab. Dann haben wir wirklich überall gesucht. Ich wusste auch nicht, dass es all die Verträge gab. Das Ganze, mein Elternhaus, komplett umgegraben. Also wirklich. Und haben diese Schätze gefunden und die Erzählungen von meinem Vater noch bekommen. Die Geschichten dazu. Es ist sogar die Kamera von meinem Opa von 1935 noch da. Es ist unglaublich. Man muss nur genug aufbewahren und sammeln. Und das. Ja, und wenn man dann noch jemanden Verrücktes findet, in dem Fall bin ich der Verrückte, ja, der das alles zusammenführt und noch bereitstellt, dann ist man noch computerfreak genug dazu, um das irgendwie in Datenbanken zu bringen. Und jetzt kommt das hoffentlich alles auf unsere Homepage auch noch. Nicht alles, aber vieles. Und dann kommen Sie noch auf die verrückte Idee mit dem Podcast. Nein, aber ich finde das so sensationell, weil ehrlich gesagt, diese Autohäuser, die noch so in erster Hand, sage ich jetzt mal, sind, ne? Also, oder quasi in einer Familienhand, das geht, das kann man schon mit der Lupe suchen langsam. Ja, es gibt schon noch einige. Es gibt noch welche, ja, aber ich meine, gut, dann haben Sie noch natürlich so viele Bilder dazu und die ganze Geschichte, und außerdem sind es jetzt gerade 100 geworden. Das ist alles, genau, es ist ein Grund, da mal drüber nachzudenken, genau, ja, und das zu kommunizieren. Es gibt die Betriebe durchaus, ich merke das ja bei unseren Unternehmerkonferenzen auch, dass immer wieder ganz tolle Unternehmer auch gibt. Ja? Ich halte uns da auch nicht so für die Ausnahmeerscheinung. Es gibt so ein paar Dinge, ja, diese Kombinationen, wo man dann einfach meine Computer-EDV-Leidenschaft ein Stück weit leben kann. Das kann so ein Turbo sein. Ja. Das gibt es vielleicht nicht immer und überall. Und was früher für uns ganz schlimm war unser Schutzgebiet.
Ich konnte nur hier verkaufen. Ich konnte nicht expandieren. Genau. Gebietsschutz gab es ja damals noch. Nein, mit Schutzgebiet meine ich den Odenwald. Ach so. Ich dachte, es gab es denn auch mal Gebietsschutz? Ich behaupte, dass 19. Ja, aber das ist. Wir konnten ja eh nicht woanders hin verkaufen. Ja, eben. Ja? Ich behaupte, dass 90% der Menschen in Heidelberg nicht wissen, dass es Michelstadt gibt oder dass es hier so einen Autohändler gibt. Mhm. Ja? Das war als junger Mann für mich: Oh Gott, willst du dich wirklich hier selbstständig machen? Also, ich wurde ja eher reingeboren, aber macht das Sinn? Ja. Es war schwierig damals. Es war schwierig, damals Geld zu verdienen. Und heute durch die Öffnung, durchs Internet, sehe ich unser Schutzgebiet wieder als Vorteil an. Ich habe treue Kunden, die können von hier, wenn ich hier gut bediene, warum sollen sie wegfahren? Ich habe treue Mitarbeiter. Wenn ich meine Mitarbeiter gut behandle, wenn das Freunde sind, wenn die das 100 Jahre Tirol leben, warum sollten die weggehen? Mhm. Vor allen Dingen müssen die eine Stunde fahren. Ja, das wenn ist die gut, ein ähnliches stimmt. Unternehmen suchen, müssen die mindestens eine Stunde fahren. Ja. Das ist in dieser Beziehung wieder Schutzgebiet. Mhm. Ja? Man muss es halt schaffen, in so einer ländlichen Region mehr zu machen, mitzuwachsen. Weil es wird alles immer mehr, es wird alles immer wachsen. Die Industrie ist auf Wachstum ausgelegt. Mhm. Also ob wir das wirklich jemals schaffen mit weniger machen, schwierig. Ja, sind wir mal gespannt. Mhm. Diese Kombination ist für uns, also für mich inzwischen ein Segen. Auch hier leben zu dürfen in so einer ländlichen. Das ist einfach. Das ist, ja, ist schön. Sehr schön. Also toll, toll den Einblick, den Sie uns gewährt haben. Und jetzt kommen wir noch zu meiner letzten Frage. 50 Liter, Ihr Vater hat es gerade schon beantwortet. Bei Ihnen bin ich jetzt auch gespannt. 50 Liter? Ja. Ich darf mir den Startpunkt aussuchen. Sie können fahren, wo Sie wollen und können Sie das Auto aussuchen. Mein, und so. Mein Vater hat ja das Problem, dass er erst von hier wegfahren wollte. Ja. Das ist egal, wo er hin wollte, weil der Sprit schon verbraucht. Ich würde mit meinem 914-6 in der Schweiz so lange sämtliche Alpenpässe abfahren, bis der Sprit leer ist. Das ist so ein cooles Auto mit so einem coolen Sound und noch so puristisch leicht, ja, dass ich keine Rennstrecke brauche. Das klingt auf jeden Fall nach viel Spaß. Ja, das klingt nach viel Spaß. Das war die alte Schule mit Erhard und Hans Tierolf. Was für eine Story, oder? Es gibt übrigens ein kurzes Jubiläumsvideo auf YouTube, das ich euch nochmal in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.